Ich begrüße Sie ganz herzlich zur energiepolitischen Podiumsdiskussion hier im Festsaal in der Dreikönigskirche in Dresden. Mein Name ist Harald Uphoff, ich bin der stellvertretende Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energie. Ich führe heute durch den Abend, also stelle die Fragen beim Podium, halte einen kurzen Impulsvortrag und kann aber jetzt schon ankündigen, dass wir am Ende in der letzten Stunde, Dreiviertelstunde das ganze Podium öffnen für Publikumsfragen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, merken Sie sich und melden Sie sich am Ende. Und dann kann jeder, so hoffe ich, seine Frage stellen und bekommt auch eine Antwort. Diese Podiumsdiskussion findet statt im Rahmen der BEE-Sommertour. Wir machen als Bundesverband verschiedene Stationen und dieses ist eine Kooperationsveranstaltung, die wir zusammen machen mit dem VEE Sachsen, mit dem Bundesverband Windenergie, Landesverband Sachsen und jetzt muss ich mal kurz nachgucken, wie er heißt, dem Forum Energiewende und regionale Entwicklung im Elbland und eben dem BEE. Und ich möchte Ihnen jetzt kurz, bevor wir in die Diskussion einsteigen, darstellen, welche Vorschläge hat eigentlich der BEE für die nächste Legislaturperiode zur Energiepolitik. Vielleicht noch ganz kurz zum BEE. Der BEE ist ein Dachverband. Bei uns bündeln sich alle Spartenverbände der erneuerbaren Energien, also Wind, Sonne, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie. Und noch diverse Unternehmen, die sich uns auch anschließen als ordentliche Mitglieder. Und wir gemeinsam bearbeiten alle übergreifenden Themen der erneuerbaren Energien. Ich mache das seit 10 Jahren und ich kann Ihnen sagen, es wird immer komplizierter und immer aufwendiger. Aber wir sagen selber, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen 100% erneuerbare Energien erreichen, möglichst schnell. In unserer Satzung steht das als 100%-Ziel für Strom, Wärme, Mobilität. Und das können wir eben nicht alleine machen, dafür brauchen wir alle Spartenverbände. Und wir wollen 8 Dinge. Wir wollen den erneuerbaren Ausbau beschleunigen, wir wollen einen verbindlichen Kohleausstieg, wir wollen CO2-Steuer im Strom- und im Wärmebereich haben, wir wollen die Bürger und Bürgerinnen entlasten und die Industrieprivilegien in den Bundeshaushalt überführen, also nicht mehr über die EEG-Umlage finanzieren. Wir wollen die sogenannte starre fossile Restlast reduzieren. Wir wollen Sektorenkopplung ermöglichen und Speicher fördern. Wir wollen Netze und Netzbetrieb auf die Zukunft ausrichten. Und nichtsdestotrotz gerade das Top-Thema in der Politik und aus meinem Gefühl so eins der wenigen Themen, was wirklich kontrovers diskutiert wird im Wahlkampf, wir wollen die Mobilitätswende voranbringen. Und auch wir sagen, bis 2030 müssen die Fahrzeuge oder muss Mobilität emissionsfrei sein. Wieso fordern wir das eigentlich alles? Eine unserer Leitschnuren ist der Beschluss in Paris, dass die Weltgemeinschaft gesagt hat, wir wollen die Klima- oder die Erderhitzung auf deutlich unter 2 Grad, am besten auf 1,5 Grad reduzieren oder begrenzen. Und der Hurricane Harvey zeigt ja gerade, was es bedeutet oder hat gezeigt und zeigt immer noch, was es bedeutet, wenn man immer mehr Energie ins Erdsystem oder in die Erdatmosphäre reingibt. Die Auswirkungen werden chaotischer und sie werden heftiger. Dafür ist ein Weg aus unserer Sicht, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Das ist, glaube ich, unumstritten, das sehen auch fast alle Parteien so. Wir sind aber zu langsam. Sie lesen diese schöne rote Linie, das ist das verbindliche EU-Ausbauziel für Deutschland. Wir müssen laut EU-Vereinbarung, wenn wir es nicht tun, kriegen wir eine Vertragsstrafe potenziell aufgebrummt, 18% erneuerbare Energien erreichen bis 2020. In allen Bereichen, nicht nur Strom, sondern auch Wärme und Mobilität. Und wir sind jetzt im letzten Jahr bei 14,6 und wir schaffen nach unseren Berechnungen 16,7, also deutlich zu wenig. Ganz links sehen Sie noch eine Säule, das ist aus dem Aktionsprogramm von Schwarz-Gelb aus 2010, wo man gesagt hat, ach, wir schaffen locker fast 20. Das schaffen wir nicht mehr. Man kann aber, wenn man sich anstrengt, in allen Bereichen tatsächlich die 18 noch erreichen. Dafür muss aber nach der Legislaturperiode einiges passieren. Unter anderem müssen dann die bisherigen Deckel bei Wind- und PV-Anlagen, die im Erneuerbaren Energiengesetz stehen, müssen aufgehoben oder nach oben geschoben werden. Wir brauchen einen verbindlichen Kohleausstieg und wir brauchen ihn auch sozialverträglich, aber wir brauchen ihn auf jeden Fall, weil einfach insbesondere die Braunkohle zu viel CO2 ausstößt. Und wenn man die 2020-Ziele und auch überhaupt dekarbonisieren will, dann geht es nicht, wenn die Braunkohle zu lange läuft, weil sie einfach das, was wir an CO2 noch ausstoßen dürfen, zu schnell verbraucht.
Und es muss tatsächlich ein geordneter Strukturwandel sein. Es darf nicht so einen Strukturbruch geben, wie man ihn auch in Sachsen erlebt hat bei der PV, wo quasi mit einer EEG-Novelle eine Industrie zusammengebrochen ist. In unglaublich kurzer Zeit. Also brauchen wir hier einen Prozess, der A, Diskussionen macht und klarer macht für jeden, wie ist seine Zukunftsperspektive. Aber nichtsdestotrotz, das muss immer klar sein, wir müssen aus der Kohle aussteigen, auf jeden Fall aus der Braunkohle zuerst und dann auch aus der Steinkohle. Ein Weg dahin ist für uns eine CO2-Steuer. Also wir machen es ja nicht für lau, sondern wir sagen einfach, der CO2-Ausstoß muss runter, weil die Folgen einfach unbezahlbar wären. Und deswegen sagen wir, bisher zeigt der Strompreis und auch der Preis von Erdgas und Erdöl im Wärmebereich nicht die Schadenskosten, die eigentlich entstehen und die Gesundheitskosten, die durch die Nutzung dieser Stoffe entstehen. Und wir sagen, dafür müssen wir anfangen, CO2 teurer zu machen. Wir haben jetzt mal ausgerechnet, was eigentlich passiert, wenn man 20, 60, 75 Euro auf den CO2-Preis national drauflegt. Und selbst wenn man nur 20 Euro, das ist die gelbe Säule, drauflegt, werden wir unser 2020-Klimaschutzziel erreichen. Das ist für mich auch total überraschend gewesen. Ich dachte, man müsste viel höher rangehen, aber das ist extrem wirkungsvoll. Und wir hoffen, also wir wollen eigentlich einen europäischen Emissionshandel. Das wäre alles viel besser, dann würden auch viele Probleme, die man bei so einer nationalen Lösung immer noch hätte, würden einfach nicht auftauchen. Aber solange es europäisch nicht funktioniert, muss national was passieren, weil wir haben nicht mehr genug Zeit, um einfach zu warten, bis die EU sich einigt. Und wir sagen, man kann das auch mehr oder weniger aufkommensneutral machen, weil wir wollen die CO2-Steuer einführen, aber auf der anderen Seite die Stromsteuer, die überhaupt keinen Lenkeffekt mittlerweile mehr hat, einfach abschaffen und dadurch die Unternehmen und auch die Bürger entlasten und gleichzeitig auch den Einsatz von Strom in den anderen Sektoren Mobilität und im Wärmebereich fördern, weil einfach die fixen Nebenkosten des Stroms dadurch reduziert werden. Im Wärmebereich, der deutlich hinter dem hinterherhängt, was im Strombereich bisher erreicht wurde und überhaupt nicht aus dem Puschen kommt, sagen wir, brauchen wir auch eine CO2-Steuer. Es muss quasi teurer sein, Öl und Gas zu verheizen, als erneuerbare Energien zu nutzen. Und auch da wollen wir mit umgerechnet 20 Euro pro Tonne oder 25 Euro pro Tonne anfangen. Wir sagen aber, das Geld geht dann nicht irgendwie in den Staatshaushalt, sondern das verteilen wir zurück. Und wir sind gerade in einer Studie und berechnen gerade, auf welche Art und Weise am besten das Geld zurückverteilt werden kann. Pro Kopf, pro Haushalt, pro Haushaltsgröße. Das sind verschiedene Überlegungen, aber das ist noch nicht abgeschlossen. Und sobald wir damit fertig sind, am 18.09. werden wir das vorstellen. Genau. Und man darf, diese Rückverteilung kann auf verschiedene Art und Weise passieren. Wahrscheinlich wird es auf den Wegen passieren, die quasi in der Sozialpolitik genutzt werden, sei es über Hartz IV als SGB III oder Wohngeld oder sonstige Wege. Weil einen neuen Weg aufzubauen würde A, noch aufwendig sein, nochmal Geld kosten und über die Wege müsste es eigentlich funktionieren. Aber wir wissen noch nicht genau, was der beste und wie der beste Verteilungsschlüssel ist. Nächster Punkt, der vierte, der relativ einfach. Wir geben jedes Jahr 5 Milliarden Euro über die EEG-Umlage aus, um die energieintensiven Industrien von der EEG-Umlage zu befreien. Wir sagen, das ist eine klassische industriepolitische Aufgabe, das zu tun. Wir sagen nicht, das ist ein sinnvoller Weg, die Unternehmen zu entlasten. Aber das soll nicht über den Strompreis erfolgen, sondern gesamtgesellschaftlich über den Bundeshaushalt. 5 Milliarden Euro bedeutet 1,5 Cent EEG-Umlage weniger. Und wenn man sich die zum Teil hysterischen Diskussionen der letzten Jahre ansieht, sind 1,5 Cent echt ein Wort. Der nächste Punkt ist die sogenannte starre fossile Restlast. Das heißt, das sind die Kraftwerke, die auch dann laufen, wenn eigentlich genug erneuerbare Energien im Netz ist, die aber Systemdienstleistungen oder andere Aufgaben haben oder zum Teil auch nur aus Stromexportgründen laufen, aber damit die Netze verstopfen für die erneuerbaren Energien. Und da sagen wir, zum einen ist da die Bundesnetzagentur dafür zuständig, den erneuerbaren Einspeisevorrang, den es gibt, auch wirklich durchzusetzen. Diese Aufgabe nimmt sie nicht wirklich wahr. Die CO2-Steuer führt auch dazu, natürlich die bisher günstigen Kraftwerke aus dem Markt zu drängen. Der Kohleausstieg selber wird natürlich auch dazu führen. Und wir brauchen flexiblere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Und eine Netzentgeltreform brauchen wir sowieso, aber insbesondere in diesem Punkt müssen auch da die nicht flexiblen Anlagen nicht auch noch gefördert werden.
Und wir müssen den ganzen Regeldienstleistungs-, Systemdienstleistungsmarkt für erneuerbare Energie noch stärker öffnen, als alles schon geschehen ist. Das ist schon ein bisschen weitergegangen, aber da bedarf es noch weiterer Schritte, um das für Erneuerbare wirklich möglich zu machen, die Aufgaben, die bisher die fossilen Kraftwerke haben, zu übernehmen. Und großes, komplexes Thema, Sektorenkopplung, also die Verwendung von unter anderem von Strom im Bereich Wärme und Mobilität, aber auch die Nutzung von flexiblen Lasten, von Abwärme und von Biogas und erneuerbaren Gasen in verschiedenen Bereichen. Da gibt es unglaublich viele Ideen, aber bisher unglaublich wenig Geschäftsmodelle. Das heißt, wir müssen den Energiemarkt so reformieren, dass es sich lohnt, etwas für das Energiesystem Sinnvolles zu tun und damit auch gleichzeitig Geld zu verdienen, weil sonst macht es keiner. Führt dazu, dass der Bedarf an erneuerbaren Energien und das, was bisher abgeregelt wird, deutlich geringer wird und die volkswirtschaftlichen Kosten insgesamt sinken werden. Siebter Punkt ist, die Netze und den Netzbetrieb auf die Zukunft ausrichten. Wir sind immer noch in einem Netz, was gebaut wurde für große, zentrale, die zentral verteilte Kraftwerke, und wir wissen alle, wir sind jetzt gerade bei der dezentralen Energiewende. Das heißt, es wird viel mehr Erzeugungseinheiten über ganz Deutschland verteilt geben. Und die Netze sind da immer noch nicht drauf eingestellt. Und wenn man jetzt noch weiter denkt, dass es Elektromobilität gibt und diese ganzen Autos auch alle irgendwo geladen werden, auch dezentral, bedarf es da deutlicher Anstrengungen, die Netze, die bisher quasi immer nur in One-Way gedacht wurden und immer mehr in beide Richtungen arbeiten müssen, noch stärker aufeinander abzustimmen, dass nicht auf einmal irgendwie abends um 18 Uhr, wenn alle nach Hause kommen und alle ihr Auto laden, das Licht ausgeht. Und der letzte Punkt und vielleicht gerade der politisch wichtigste, wir brauchen eine Mobilitätswende. Und die Diskussion, die wir zurzeit hören, das werde ich jetzt gleich noch mal fragen, ist ja so, die Kanzlerin sagt, wir brauchen den Diesel als Brückentechnologie. Wenn man aber sieht, wie hoch der CO2-Ausstoß ist, egal wie gut ein Diesel oder Benziner ist, ein Diesel vielleicht etwas CO2-ärmer als ein Benziner, aber das Ziel CO2-Freiheit am Ende ist das, also der Spread oder die Distanz zwischen einem Elektroauto, was mit Erneuerbaren betrieben wird oder Biokraftstoffen, und einem mehr oder weniger effizienten Diesel so groß, dass man sich diese Übergangszeit nicht lange leisten kann. Und das Ziel 2030, keinen Verbrenner oder emissionsfreie Autos nur noch verkaufen zu dürfen, heißt ja nicht, dass die alten nicht mehr fahren dürfen. Aber wenn man bis 2050 oder auch früher denkt, diese Autos fahren ja etwa 10 bis 12 Jahre mindestens. Das heißt, wenn alle emissionsfrei sein müssen sie irgendwie so 2040, 2042, 2045, müssen dann die letzten alten weg sein. Und dann darf man nicht zu lange noch neue verkaufen. Und man darf nicht vergessen, es ist nicht nur Elektromobilität, es gibt auch die Biokraftstoffe, wo wir in den letzten Jahren deutlich an Anteilen verloren haben. Deutlich verloren haben an in Deutschland hergestellten Biokraftstoffen. Es wird sehr viel mehr jetzt quasi importiert. Aber werden wir bestimmte Bereiche, sei es für den Flugverkehr, Schwerlastverkehr in bestimmten Bereichen, nicht auf Elektromobilität so schnell umstellen können. Insofern brauchen wir bestimmte Nischen, werden wir Biogas, Biotreibstoffe in verschiedenen Formen benötigen und dürfen quasi diesen Industriezweig nicht völlig vergessen. Und damit danke ich schon für Ihre Aufmerksamkeit und bitte jetzt die fünf Podienteilnehmer, Herrn Böhme, Herr von Breitenbuch, Herrn Martens, Herrn Wiebeck und Herrn Lippold auf die Bühne. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Herr von Breitenbuch, Sie sind stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Sächsischen Landtag für die CDU. Und an Sie würde ich gerne die erste Frage stellen. Und zwar sind, wenn man sich die Parteiprogramme durchliest, alle Parteien für das Pariser Klimaschutzabkommen und wollen es auch umsetzen. Allerdings sind jetzt zum Beispiel im ersten Halbjahr 2017 die Emissionen in Deutschland wieder gestiegen. Wie möchte Ihre Partei denn tatsächlich dann nach der Wahl die Klimaschutzziele umsetzen? Also wir haben dann noch 2 Jahre, insofern hurtig. Also erstmal einen schönen guten Abend. Wir sind hier natürlich auf einer sehr langen Investitionskurve, Veränderungskurve unserer gesamten Volkswirtschaft. Ich komme aus der Region Borna. Dort wurden vor 150 Jahren die erste Mal die Braunkohle gefördert. Und dann ging der Tagebau Richtung Norden und da wird er wahrscheinlich dann irgendwo jetzt dann Mitte dieses Jahrtausends dann mal enden, des Jahrhunderts.
ne, des Jahrhunderts. Ne? Also ich meinte wirklich des Jahrhunderts. Ne? Und insofern also habe ich, glaube ich, da eigentlich die Ansicht, dass das eben dauert und wir als Volkswirtschaft, eingebunden auf der Welt, in aller Entwicklung, hier was eher ganz Ehrgeiziges machen, was wir uns vorgenommen haben. Und da das mit Investitionen zu tun hat, da das mit Investitionen nicht nur des Staates zu tun hat, sondern auch mit Privaten, die dort immer wieder in auch unternehmerische Verantwortung ja gehen müssen, Risiken tragen müssen, dann aber auch letztendlich ja die Erträge brauchen, um da wieder weiter zu investieren, ist das ein sehr weiter Weg, auf dem wir uns da bewegen. Und da wir das Ganze ja auch dezentraler machen wollen, sprich von den großen Konzernen ja weg, Richtung Private, Richtung kleine Investoren, können wir die auch nicht überfordern, weil selbstverständlich der Staat dazu ordentliche Rahmenbedingungen braucht, oder die Bürger brauchen ordentliche Rahmenbedingungen, um sich dann darauf verlassen, diesen Pfad auch mitzugehen und zu investieren. Und das vielleicht so mein Einstieg erstmal, auf welchem langen Weg wir uns da befinden. Selbstverständlich hat da die nächste Legislatur auch wieder ihre Hausaufgaben zu machen, überhaupt keine Frage. Und die aktuellen Diskussionen sind ja nicht unspannend, gerade was den Diesel angeht. Wir sind ja mittendrin auch, hier war wieder das ein Punkt herauszugreifen, zu diskutieren. Auch dem stellen wir uns natürlich. Wir als CDU sind natürlich da auf einer breiten Straße unterwegs. Wir versuchen, in Alternativen zu arbeiten. Wir sehen die Grenzen von vielem, was dort passiert, aber auch die Chancen. Und versuchen das natürlich als Volkspartei der Mitte auch entsprechend ordentlich abzuwägen und dann entsprechend auszusteuern. Das wäre als grundsätzliche Aussage dazu. Aber tatsächlich dann nochmal die spezielle Nachfrage. Wir haben jetzt 2017, die Bundesregierung hat gesagt, wir wollen 40% CO2 einsparen bis 2020. Was meinen Sie, mit welchen Maßnahmen könnte man das noch hinkriegen? Wir sind nach allen Berechnungen, wenn man das Umweltbundesamt oder das BUB fragt, sind wir jetzt vielleicht bei, oder nach der Trendfortschreibung vielleicht 36, manche sagen nur 33, aber es ist ordentlich was an Millionen Tonnen, was noch fehlt. Also man setzt sich natürlich Ziele und arbeitet darauf hin. So, und es kann natürlich auch die Bedingungen geben. Ich erinnere jetzt nur, wir sind die Lokomotive ganz Europas mit unserer Wirtschaft. Viele andere leben davon, dass wir auch hier stabil arbeiten. Das heißt, es kann auch andere Kriterien geben, dass wir die Sache auch vielleicht um 1-2 Jahre verschieben. Ich will das jetzt nicht an die Wand malen. Ich will nur sagen, dieses jetzt auf so einen Punkt zu kommen, nach dem Motto, in 3 Jahren sind wir so und so, und das können wir jetzt nicht fassen, jetzt müssen wir alles schneller machen und dann wieder andere Dinge in Schwierigkeiten zu bringen, das sehe ich als schwierig an. Ich denke, wir sind insgesamt mit Ehrgeiz unterwegs. Da ist ja auch vieles in der letzten Legislatur gemacht worden, was jetzt auch Wirkung zeigt, sprich die Vermarktung. Plötzlich sind bei Ausschreibungen tolle Ergebnisse, die hätte man sonst gar nicht erwartet. Eben in der Preisgestaltung möglich. Das war früher ja irgendwie ganz anders. Da wurden sehr auch Übermargen letztendlich dann bezahlt, wo sich jetzt der Markt bewährt. Und das muss auch Wirkung zeigen. Und wie gesagt, wir reden hier über große Investitionen über lange Zeiträume bei diesen Technologien. Sie merken das, ich bin Bauer, ich habe einen Traktor, ich weiß, das sind Investitionen, die auch wichtig sind für eine Volkswirtschaft wie für einen kleinen Betrieb. Und insofern habe ich da großen Respekt, und das wollte ich hier ganz bewusst vorne ranstellen, was wir da uns vorgenommen haben. Und ich habe jetzt aus dem Bundeswahlprogramm jetzt keine Beschleunigung des Ganzen gesehen, sondern eigentlich ein Fortführen dessen, was wir bisher auch gemacht haben. Herr Dr. Martens, die Klimaziele sind ja, Anführungszeichen, freiwillige Ziele, die sich die Bundesregierung gesetzt hat, aber das erneuerbare Ausbauziel bis 2020, 18% erneuerbare Energien zu haben, ist ja verpflichtend. Wie versucht Ihre Partei oder wird Ihre Partei versuchen, wenn Sie an die Regierung kommen, diese Ziele zu erreichen? Natürlich ist es erstmal erstrebenswert zu sagen, wir steigen um in der Energieerzeugung auch auf eine möglichst CO2-freie Energieerzeugung. Das ist richtig, und dass wir das anstreben und auch dabei Vorreiter sind, ist sicherlich begrüßenswert. Nur, wir sollten diesen Umstieg und diese Energiepolitik natürlich auch so machen und auch so realistisch betreiben, dass wir jetzt nicht etwa gegen die Gesetze der Physik arbeiten oder Sachen propagieren, die schlicht nicht zu realisieren sind.
Was zum Beispiel meinen Sie damit? Beispielsweise, wenn Sie sagen, wir wollen Elektromobilität in einem gewissen Grad etwa bis 2030 vollständig fördern, dann mussten Sie mir auch erklären, wo etwa das Kobalt in den Batterien herkommen soll. In jedem Tesla sind über 10 Kilogramm davon verbaut. Gefördert wird das Zeug im Kongo unter Bedingungen, die hier keiner haben möchte. Und wer entsprechend Mobilität rein elektromobil noch generieren will, muss die Frage beantworten, wo diese Rohstoffe herkommen sollen. Das ist jetzt eines von diesen Beispielen. Aber zurück zur Frage auf diese Legislatur. Wir können uns vorstellen, dass wir sagen, die Stromabgaben, bei denen können wir arbeiten. Und da sind wir übrigens gar nicht so weit voneinander entfernt, wenn Sie mit der CO2-Steuer argumentieren. Denn das Ziel einer Belastung von CO2-Emissionen ist durchaus ein Incentive oder ein Marktmittel, um Druck dahin zu erzeugen, dass erneuerbare Energien hergestellt werden. Aber wir können nachher im Einzelnen darüber diskutieren. Eine Steuer, vor allen Dingen noch mit Umlage und Verteilung über Sozialbehörden hinterher wieder zum Bürger, ist aus meiner Sicht, das werden Sie mir nicht übel nehmen, marktwirtschaftlich Unfug. Sondern da sagen wir, lasst uns doch zum Beispiel mal die CO2-Emissionshandel ausdehnen auf Verkehr, auf Wärmemarkt und das natürlich auch in dem europäischen Maßstab. Genauso ist die Frage der Verbreitung erneuerbarer und Erzeugung erneuerbarer Energien davon abhängig, dass wir diesen Energiemarkt europäisieren, dass wir die Netze auch in Europa entsprechend gestalten. Denn wenn wir sagen, wir beschränken uns auf den deutschen Markt, werden wir vor allen Dingen langfristig nicht allzu weit kommen. Danke. Herr Viehweg, auch an Sie die Frage, wie will es die SPD schaffen? Einmal die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Frau Henriks arbeitet ja hart daran, hat einen Klimaschutzplan in einem unglaublich aufwendigen Verfahren. Erst mit Bürgern partizipiert, dann durch das Kabinett gebracht, wo auch ziemlich viele Maßnahmen, zum Teil recht heftige Maßnahmen drinstehen. Und zum anderen hat die SPD dann doch mitgetragen, dass quasi der Ausbau von PV und Wind jetzt quasi gedeckelt wurde und die erneuerbaren Ziele auch jetzt im Wärme- und Mobilitätsbereich irgendwie in weite Ferne rücken. Was macht die SPD nach der Wahl, wenn sie regieren darf? Also ich möchte zunächst erstmal einleiten, wir reden bei Energiewende aus meiner Sicht um die größte Herausforderung, nicht nur in der zukünftigen Legislatur, sondern um die größte Herausforderung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir reden über eine Herausforderung, eine Industriegesellschaft als Vorbild, sozusagen als Flaggschiff in Europa umzustellen auf eine saubere Energieversorgung. Und das ist für mich eine Operation am offenen Herzen. Wir reden vor dem Hintergrund eines Atomausstieges, um den wir hart gerungen haben. Es ging rein, es ging raus, es ging wieder rein und wieder raus. Vor dem Hintergrund eines auslaufenden Geschäftsmodells der Braunkohleindustrie, um viele Jobs. Also wir müssen einerseits eine Antwort geben, wie stellen wir uns zukunftsfähig auf, wie schaffen wir das, unser Industrieland auf saubere Energieversorgung umzustellen. Wir müssen es hinkriegen, aus der Energiewende einen Jobmotor zu machen, sozusagen die Jobs, die es jetzt in der Energieversorgung gibt, zukünftig auch bei den Erneuerbaren zu erreichen, das können wir schaffen. Und wir müssen unsere Verantwortung für Entwicklungspolitik, für Friedenspolitik wahrnehmen. Also für mich ist Energiewende auch Friedenspolitik. Wir reden über die Bekämpfung von Fluchtursachen. Also es sind über zukünftige Fluchtursachen, weil ich glaube, die Klimaflüchtlinge, die klopfen schon ganz laut an unsere europäischen Grenzen. Das heißt, eine Energiewende, eine Klimaschutzpolitik ist eine riesengroße Herausforderung. Und das ist für uns als SPD, auch als Volkspartei, eine Aufgabe, viele, viele Interessen zusammenzubekommen, aber natürlich auch den Blick fürs große Ganze nicht zu verlieren. Und insoweit glaube ich, wird es auch in der nächsten Legislaturperiode weiter eine Operation am offenen Herzen sein. Es wird darum gehen, das EEG weiterzuentwickeln.
Wir haben ja bei dem neuen Erneuerbaren Energiengesetz viele neue Elemente drin. Wir haben die Bürgerbeteiligung drin, wir haben das Mieterstrommodell drin, wir haben marktwirtschaftliche Elemente in das neue Erneuerbare Energiengesetz hineingebracht. Und das haben wir auch mit vollem Wissen gemacht, dass die erneuerbaren Energien sozusagen aus dem Welpenalter entwachsen sind. Wir reden im Moment über mittelständische Unternehmen, über gute Jobs, auch bei den erneuerbaren Energien. Und insoweit glaube ich, schaffen das die erneuerbaren Energien, sich zukünftig auch verstärkt mit marktwirtschaftlichen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Und im Übrigen glaube ich, wir brauchen auch Akzeptanz in der Bevölkerung. Und das erreichen wir natürlich auch über diese marktwirtschaftlichen Elemente. Und insoweit ist es, wird es auch für meine Partei, falls wir in die Regierung kommen, auch das ist offen. Also wenn ich an die schwarz-gelbe Perspektive denke, da glaube ich eher, wir werden ein Rollback erleben. Also wir werden eher ein Ausbremsen von Energiewende erleben. Wir werden eher erleben, wie es zurückgeht vielleicht in die 90er Jahre und wie Erkenntnisse auch in Frage gestellt werden. Und insoweit würde ich es mir zumindest nicht wünschen, dass wir in die schwarz-gelben Zeiten auch bei der erneuerbaren Energien sozusagen zurückfallen. Für uns als SPD stehen Jobs an allererster Stelle. Wir sagen, die Energiewende, die erneuerbaren Energien müssen eine Jobperspektive haben. Da haben wir in Sachsen gute Erfahrungen. Auch wenn das Thema SolarWorld vielleicht heute noch zur Sprache kommt, wir haben auch in den erneuerbaren Energien tarifgebundene Jobs. Das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Perspektive. Und als letzten Punkt möchte ich anmerken, die kommunale Ebene. Meine Stadtwerke in Chemnitz, die haben ganz klar formuliert, bis 2029 schrittweise aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Es wird also 2021, 2025, 2029 unsere drei Braunkohleturbinen vom Netz gehen und die Energieversorger haben schon ganz klare Zukunftskonzepte, wie das zukünftig mit erneuerbaren Energien funktionieren kann. Und insoweit ist auch für mich die kommunale Ebene, genau wie viele von Ihnen, die ja auch Energiepioniere im VEE sind, ist sozusagen die kommunale Ebene, sind die kleinen Akteure, die vielen Akteure, die am Ende des Tages die Energiewende zum Erfolg bringen werden. Und die werden wir als Partei mit unserem Ansatz mehr Jobs, mehr Bürgerenergie natürlich auch in Regierungsverantwortung in der nächsten Legislaturperiode weiter unterstützen. Vielen Dank. Jetzt haben Sie zwar meine Frage nicht beantwortet, aber ich lasse Sie da nicht raus. Wir sitzen noch ein bisschen länger hier. Und ich habe vergessen zu erwähnen, Sie sind Sprecher der Landtagsfraktion für Mittelstandspolitik, Handwerk, Energiepolitik, Tourismus und Sport. Beeindruckende Liste. Herr Dr. Lippold, Sie sind für die Grünen im Landtag, Direktkandidat im Wahlkreis Leipzig-Land und Sprecher für Energie und Klima und Mobilität, wenn ich es richtig... Ja. Dann wurde mir nämlich hier falsch draufgeschrieben. Meine Rolle. Aha. Dann müssen Sie mir jetzt kurz auf die Sprünge helfen, für was Sie im Landtag zuständig sind. Energie, Klima, Wirtschaft, Technologie und Tourismus ist bei uns zusammengebunden. Okay, gut. Entschuldigen Sie. Dann auch an Sie die Frage. Deutschland ist das Land der Kohlemeiler. Wir haben viele Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke. Manche sind unglaublich alt. Und wie wollen die Grünen A, die erneuerbaren Ziele erreichen und auch die Klimaschutzziele erreichen? Ja, Herr Uphoff, ich beantworte gerne erstmal Ihre Frage, aber hoffe, dass wir noch Gelegenheit haben, uns auch miteinander auseinanderzusetzen. Gut. Zunächst entschuldigen Sie meine Stimme. Erkältet und Wahlkampf, das ist dann zu viel. Zu Ihrer Frage. Also zunächst mal müssen wir natürlich, und das ist ganz entscheidend, stand bei Ihnen auch schon an der Wand, muss erstmal eine grundsätzliche Entscheidung nach dieser Wahl ganz schnell gefällt werden in rechtsverbindlicher Pfad für einen Kohleausstieg. Das braucht jeder, das braucht auch in der Branche jeder. Man braucht Investitionssicherheit, Rechtssicherheit für eine Restlaufzeit. Auch die Menschen in den Revieren brauchen Sicherheit, wie es weitergeht.
Wir brauchen, dass es bahnt sich ein gesellschaftlicher Großkonflikt an und wir wissen, wie man sowas befrieden kann. Das ist im Atombereich gelungen, das ist in der Steinkohle gelungen und das wird auch hier gelingen, einen rechtsverbindlichen Pfad festzulegen. Das ist der erste Schritt. Außerdem binden wir uns damit als Gesellschaft, als viertgrößte Wirtschaftsnation dieser Welt, natürlich dann auch an einen Erfolg der Energiewende. Und nur dadurch binden wir uns an einen Erfolg der Energiewende, wenn wir Wirtschaftsmacht bleiben wollen. Denn dann müssen wir vorwärts durch. Und dann bleibt uns nicht immer der Blick nach hinten. Wir könnten ja vielleicht auch irgendeinen anderen Bypass finden, wenn es mal wieder anders kommt. Also wir müssen diese Entscheidung fällen, ganz grundsätzlich. Und dann müssen wir natürlich, und ich meine, die dritte Bundesregierung in Folge hat das 2020er Ziel bestätigt. Das ist nicht vom Himmel gefallen, irgendwie jetzt. Das ist schon ernst zu nehmen und das ist auch zu schaffen. Und das ist dann zu schaffen, wenn man relativ schnell die Ältesten, in unserem Wahlprogramm steht die Schmutzigsten, das kann man verschieden definieren, da können wir gerne nochmal im Detail drüber reden, jedenfalls die Ältesten 6 bis 10 Gigawatt Kohle, und zwar vorwiegend die Schmutzigsten, und das ist die Braunkohle an dieser Stelle, wenn man die relativ schnell vom Netz bekommt, entsteht eine echte Win-Win-Situation. Wir schaffen dann nicht bloß die Klimaschutzziele 2020 und sind auf einem guten Pfad für 2030, sondern wir reparieren auch ein ganzes Stück weit den Strommarkt wieder so, dass der übrige Kraftwerkspark einschließlich des notwendigen Mittellast- und Spitzenlast-fossilen Kraftwerksparks wieder Geld verdient, dass die wieder ein Geschäftsmodell haben. Wir helfen also auch den Energieversorgern an dieser Stelle. Man entlastet gleichzeitig massiv das EEG, weil der beträchtlicher Teil ist ja mittlerweile wegen dieser niedrigen Börsenstrompreise. Das sind Differenzkosten. Die haben ja nichts mit dem Ausbau der Erneuerbaren zu tun. Also es ist eine echte Win-Win-Situation. Man gewinnt eigentlich nur sowohl an Rechtsverbindlichkeit und an Rechtssicherheit die eigentliche Branche. Und außerdem gehört natürlich zu so einem gesellschaftlichen Konsens, dass man das miteinander aushandelt. Das heißt, dass dort keine Verlierer produziert werden. Das ist in der Steinkohle ganz gut gelungen mit dieser RAG, die dort gegründet worden ist. Dort sind allein im letzten Jahr sind 3.000 Arbeitsplätze weggefallen. Da haben Sie keine IGBCE mit Fahnen auf der Straße gesehen, weil dieser Konflikt ist befriedet worden an dieser Stelle. Jetzt hat einfach jeder irgendwo was Zufriedenstellendes in der Hand gehabt hinterher. Das muss uns auch in der Braunkohle gelingen. Das wird Geld kosten. Aber Klimaschutzziele nicht zu schaffen, kostet uns am Ende noch viel, viel mehr Geld. Und uns muss einfach klar sein, wenn wir ein Gesamtbudget haben und nichts anderes sagt Paris, wir haben ein Budget. Und dieses Budget, was wir dort haben, darüber können wir auch nicht verhandeln. Da gibt es nämlich keinen Verhandlungspartner. Die Natur verhandelt nämlich nicht mit uns. Und deshalb haben wir das einzuhalten. Und wenn wir das einhalten müssen, und wir brauchen dazu lange Zeit, und wir wissen, dass wir in der Industrie und in der Mobilität und in der Landwirtschaft und in verschiedenen Bereichen sehr lange Zeit brauchen, weil das sind komplizierte Prozesse, dann müssen wir sehr schnell von dem hohen Emissionssockel runter, damit wir hinten raus mehr Zeit gewinnen für die schwierigen Aufgaben. Und insofern ist das auch wieder eine Win-Win-Situation für uns alle, wenn es uns ganz schnell gelingt, durch abgeschriebenen Kapitalstock, indem man abgeschriebenen Kapitalstock sozusagen stilllegt, gigantische volkswirtschaftliche Verluste zu vermeiden, die wir sonst haben, wenn wir millionenweise relativ neue Heizungen stilllegen müssten oder relativ neue Autos stilllegen müssten. Es gibt einen einfachen Weg und dann sollten wir den einfachen Weg gehen. Und ich habe bloß jetzt die ersten zwei Maßnahmen genannt. Erstmal vielen Dank. Herr Böhme, Sie sind stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken im Sächsischen Landtag. Und auch an Sie die Frage, welche energiepolitischen Ziele verfolgt Ihre Partei in der nächsten Legislatur? Und weil die Linke immer wieder betont, dass sie insbesondere für die Bürger da ist, wie wollen Sie es hinbekommen, dass die Bürger auch daran partizipieren können an der Energiewende? Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung und für den nächsten Bundestag. Ich bin ja im Landtag stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Im nächsten Bundestag finde ich drei Punkte extrem wichtig, die ich Ihnen kurz erläutern werde. Der erste Punkt wurde auch gerade schon von Herrn Dr. Lippold genannt, ist ein Ausstiegsplan für die Braunkohleverstromung. Es braucht einen Plan,
für diese Industrieart und für diese Art der Energieerzeugung. Erstens, weil die Braunkohle an sich schon eine sehr teure Energieerzeugung ist, wie man, wenn man alle Folgekosten mit einrechnet, weiß. Sie zerstört die Landschaft. Sie ist zentral, also sie gehört meistens nur einem Konzern. Auch das ist nicht etwas, was wir nicht erstrebenswert finden. Wir wollen also Bürgerenergie ausbauen, da passt das auch nicht ins Konzept. Und der Kohleausstieg kommt so oder so. Also auch ohne Ausstiegsplan wird er kommen. Die Frage ist nur, wie rapiat er kommen wird. Und wir haben das jetzt bei Vattenfall gesehen. Also wenn sich ein großer Konzern zurückzieht, aus welchen Gründen auch immer, finanziell oder politisch, kann es eben von heute auf morgen Schluss sein in einer Region, wo eben diese Kohlekraftwerke betrieben werden. Und das ist dann natürlich ein Strukturbruch, den keiner von uns will. Und deswegen fordern wir, dass es einen Plan gibt, einen Ausstiegsplan, ähnlich wie bei der beim Atomausstiegsgesetz oder bei der Steinkohle, wie es auch gerade schon beschrieben wurde. Das gibt einfach auch Sicherheit den Regionen und den Arbeiterinnen und Arbeitern. Zweitens brauchen wir einen Strukturwandel. Natürlich kann man, wenn man so einen Ausstiegsplan, wir fordern jetzt das Jahr 2035, ich persönlich bin für einen eheren Ausstieg, aber auch unsere Partei braucht da noch Debattenkultur oder Debatten dazu. Aber 2035 ist, denke ich, auch ein Ziel, was erstrebenswert ist, weil natürlich fängt man nicht erst im Jahr 2034 damit an, dass das letzte Kohlekraftwerk geschossen wird, sondern schon weitaus eher. Und das Ganze muss aber mit dem Strukturwandel beginnen. Und wir haben im Landtag und auch im Bundestag dazu schon verschiedene Gesetze vorgelegt, wo zum Beispiel ein Fonds aufgelegt wird, um diese Region jährlich mit nicht nur Forschungsgeldern, sondern auch Strukturfördergeldern, also extra Strukturfördergeldern auszustatten. Man kann auch über Sonderwirtschaftszonen nachdenken. Auch das gab es ja mal, also wo zum Beispiel verminderte Steuern gezahlt werden müssen, um dort Industrie anzusiedeln, als Alternative zur jetzigen Kohleindustrie. Und so weiter. Und das Dritte ist das Thema Teilhabe und soziale Verantwortung. Das hatten Sie auch gerade schon angedeutet oder angefragt. Das betrifft zum einen das Thema Netze. Wir wollen, dass wieder die Netze in Bürgerhand kommen, auch für die erneuerbaren Energien. Weil heute oftmals es nicht so einfach nachvollziehbar ist, beziehungsweise einfach nicht transparent ist, warum verschiedene Netzkosten wo und wie gestiegen sind, beziehungsweise der Netzausbau dann eben von staatlicher Hand auch besser funktionieren kann. Und es dann auch nicht mehr diese willkürlichen Leitungsverlegungen gibt. Wenn also ein Windrad irgendwo gebaut wird, muss es ja eigentlich nach der EEG die nächstmögliche Netzanschlussstelle geben, aber die Netzbetreiber können sich halt oftmals auch rausmogeln. Wir hatten jetzt erst ein Gespräch mit 50 Hertz und den Chemnitzer Verteilnetzbetreiber, wo es dann Situationen gab, wo dann das Windrad 20 Kilometer eine eigene Leitung legen musste, weil dieses Netz angeblich nicht dafür ausgelegt wäre. Also das EEG wird so nicht eingehalten und wir wollen, dass es eben in staatliche Hand kommt und dann der Staat dafür sorgt, dass die erneuerbaren Energien ordentlich angeschlossen werden. Und das zweite Thema bei dem Thema Teilhabe ist, dass wir auch erneuerbare Energien für die Bürgerinnen und Bürger greifbar machen wollen. Dazu haben wir jetzt im Landtag ein Gesetz eingeführt, wo es um Bürgerbeteiligung geht, also nicht nur beim Bau, wohin die Windräder kommen, sondern auch um eine finanzielle Beteiligung von bis zu 20%, 10% die Kommunen im Umkreis von 5 Kilometer und 10% für die Bürgerinnen und Bürger, die Anteile kaufen können. Ein ähnliches Modell wie in MacPom. Das streben wir auch an. Und das dritte und letzte Thema beim Thema Teilhabe ist, dass wir wissen, dass es trotz Wirtschaftsaufschwung, und den haben wir ja auch in Sachsen, fast jeder fünfte Mensch an der Armutsschwelle lebt oder darunter ist und diese Bevölkerungsgruppen sich natürlich überhaupt gar nicht für die Energiewende interessieren können oder auch also können und wir aber sie trotzdem einbeziehen wollen. Da geht es also darum, dass wir Stromabschaltungen verbieten wollen, dass wir Sozialtarife für alle Energieerzeuger verbindlich einführen wollen, dass wir eine Abwrackprämie für alte Haushaltsgeräte einführen wollen, sodass also ein Hartz-IV-Haushalt zum Beispiel, der einen neuen Kühlschrank braucht, der einen 10 Jahre alten Kühlschrank hat, der enorm viel Strom frisst, sich aber keinen neuen kaufen kann, dass es dort eine Abwrackprämie gibt, ähnlich wie bei den PKWs, die wir mal vor 3-4 Jahren hatten, um eben auch diese Bevölkerungsgruppe an der Energiewende teilhaben zu können, weil wir brauchen auch diese Menschen, um sie aufmerksam zu machen, dass sehr, sehr viel nötig ist und kommen dann nachher auch noch zu weiteren Beispielen. Vielen Dank. Wir haben jetzt relativ viel über Kohleausstieg und Braunkohleausstieg gesprochen. Ja, nein, wie schnell und wie gestaltet. Wir haben ein bisschen wenig bisher gesprochen über, wie kann man Erneuerbare voranbringen. Und ich möchte jetzt die Kurve mal kurz
in den Bereich Verkehr und Wärme bringen. Ich komme aber zum Strom zurück. Deswegen kurz eine Frage ans Publikum. Wer von Ihnen ist schon mal mit einem Elektrofahrzeug gefahren? Wer von Ihnen hat eine erneuerbare Heizung? Es ist dann meistens weniger. Vor 2 Jahren war das Verhältnis genau andersrum. Das war nämlich fast niemand mit einem Elektrofahrzeug gefahren ist. Herr Viehweg, die deutsche Autoindustrie steht gar ziemlich schlecht und in der Ecke da. Dieselskandal, Verstöße potenziell gegen das Kartellrecht und so weiter und so fort. Verschläft gerade die Autoindustrie die Mobilitätswende und den Weg hin zur Elektromobilität? Oder meinen Sie, wir kriegen die Kurve noch? Also ich versuche im Moment gerade ein Elektrofahrzeug zu erwerben. Und jeder, der diese Odyssee schon mal hinter sich hat, der wird wissen, von was ich rede. Also wir reden über lange Lieferzeiten oder gar keine Lieferung. Wir reden über Preise, die aus meiner Sicht nach wie vor nicht konkurrenzfähig sind. Und natürlich hat die deutsche Automobilindustrie die Energiewende und die Mobilitätswende verschlafen, verschleppt, aus Gründen. Und für uns als Automobilland Sachsen ist das hoch, hoch gefährlich. Weil wenn es in Sachsen der Automobilindustrie schlecht geht, dann geht es auch Sachsen schlecht. Hängen über 80.000 Arbeitsplätze dran, hängt Wertschöpfung dran, da hängen Familien dran, da hängen Jobs dran, das sage ich immer wieder. Und insoweit habe ich hohes Vertrauen trotzdem noch in die sächsische Automobilindustrie. Jetzt nicht in die Herren im Nadelstreifen, die da in den Chefetagen die Karre an die Wand gefahren haben. Die haben das Flaggschiff der deutschen Industrie an die Wand gefahren, fast. Ich habe hohes Vertrauen in die Belegschaften, die auch für Elektromobilität brennen, die für das Auto brennen, die für die technologische Entwicklung brennen. Die haben die Karre schon mal aus dem Dreck gezogen. 1989 gab es einen Trabi, 2017 gibt es einen Elektrogolf in Dresden. Also insoweit wissen wir eigentlich, wie es geht. Und ich habe da hohes Vertrauen, dass wir die Mobilitätswende noch hinbekommen. Nur dann ist jeder Verbraucher auch gefragt, bei einer Neuanschaffung wirklich ernsthaft zu prüfen, sich so ein Elektrofahrzeug anzuschaffen. Nicht nur den Fahrspaß zu genießen, sondern auch ein Stück weit über seine Mobilität nachzudenken. Also es wird auch ein Stück weit um Verzicht gehen bei einer neuen Mobilität, dass es eben nicht mehr darum geht, vielleicht jeden Früh mit einer Individualmobilität auf Arbeit zu fahren, sondern eher über das Thema Carsharing nachzudenken, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen und ein Stück weit auch für in Sachsen zu werben, dass es eben nicht immer sinnvoll ist, mit einer Individualmobilität unterwegs zu sein, sondern dass eigentlich in Sachsen wir einen guten öffentlichen Personennahverkehr brauchen. Da streiten wir auch im Sächsischen Landtag um die richtigen Wege. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Aber das Thema Mobilität und das Thema sächsische Autohersteller ist aus meiner Sicht nach wie vor ein Problem. Und was macht Land Sachsen? Wir sind jetzt, ich will jetzt nicht viel von sächsischer Ebene sprechen. Wir haben eine gute Forschungslandschaft, wir haben eine gute Forschungsförderung. Aber ich glaube, wir brauchen am Ende des Tages auch die Quote. Und das sage ich ganz bewusst, auch als jemand, der sich nicht nur beim Thema Mobilität, sondern auch beim Thema Gleichstellung, beim Thema Minderheitenrechte immer für Quoten eingesetzt hat. Ich glaube, wir brauchen auf europäischer Ebene wohlgemerkt eine Quote für Automobile. Hier ist das Parlament gefragt, hier sind Abgeordnete gefragt, dafür zu sorgen. Und mit so einer Quote, wenn wir in Europa schauen, wenn wir nach Norwegen schauen, nach Frankreich schauen, wenn wir nach gewisse amerikanische Bundesländer schauen, hat so eine Quote genau zu diesem Technologiesprung geführt. Und deswegen glaube ich, brauchen wir auch auf europäischer Ebene, natürlich dann auch für den deutschen Markt, eine Quote für Elektrofahrzeuge, die letzten Endes den Markt zwingen wird und die Autohersteller zwingen wird,
diese Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Ich glaube, in den Laboren laufen die Dinger schon längst. Jetzt müssen sie auf den Markt, jetzt müssen sie in die Autohäuser. Und insoweit ist es auch ein Stück weit unverantwortlich, auch vor der Händlerebene, nicht nur vor der Kundenebene, sondern auch vor der Händlerebene. Viele stehen dort im Regen, viele wissen, das klassische Autohaus wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Da reden wir über Mobilitätszentren. Ich fange jetzt, will jetzt nicht die große Spule drehen, aber das Thema Mobilität ist für mich und auch für uns als SPD der entscheidende Faktor, bei der Energiewende voranzukommen. Denn am Ende des Tages wird die Zukunft Strom sein. Wir brauchen für die Elektromobilität mehr Strom. Wir brauchen für die Energiewende auch im Wärmebereich mehr Strom. Und der muss natürlich irgendwo herkommen. Und da reden wir über den massiven Ausbau von erneuerbaren Energien, um die Mobilitätswende am Ende des Tages zu schaffen. Und wie gesagt, ich habe da hohes Vertrauen, dass wir es hinkriegen. Wir sind ein Land der Ingenieure und das sollten wir schaffen. Gut, ja. Vielen Dank, Herr Viehweg. Ich nehme jetzt Herrn Lippold und dann gleich dann die Sicherheit von Freiburg, Bach. Buch, Entschuldigung. Die Grünen, oder Herr Cem Özdemir direkt hat gesagt, die gehen dann in eine Koalition, wenn über die ersten Schritte in den Ausstieg des Verbrennungsmotors, wenn das irgendwie verhandelt oder festgelegt ist. Was das genau ist, wissen Sie vielleicht besser als ich. Aber da verbunden damit die Frage, wann fährt Deutschland aus Sicht Ihrer Partei emissionsfrei? Ja, also erstmal, woher das kommt, ne? Also es geht einfach darum, dass man konsistenten Satz von Zielen irgendwo mal hat in der Gesellschaft. Wenn ich hergehe, und das ist ja nicht mal unbedingt ein grünes Ziel, das haben die G7 beschlossen, eine weitgehende Dekarbonisierung bis zur Mitte des Jahrhunderts. Und wenn ich das hernehme und rückwärts rechne und dann schaue, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines Mittelklasse-PKWs in Deutschland 18 Jahre ist, 18 Jahre, sagt die Statistik, doch, schauen Sie mal in die Statistik, dann rechnen Sie das rückwärts und dann können Sie schlechterdings nach 2030 keinen Verbrenner mehr zulassen, weil Sie ansonsten müssten Sie ja dann irgendwann die Leute quasi enteignen und denen die Autos, die noch mitten in ihrer Nutzungsdauer sind, irgendwo wieder wegnehmen. Also ist es einfach nur logisch gerechnet, dass man sagt, man kann das nicht machen, sonst läuft man in die nächsten Probleme. Dahinter steckt also einfach nur ein konsistenter Satz von Zielen. Erstens sicherzustellen, ja, die Dekarbonisierung ist ernst gemeint. Und zweitens, wir packen es auch wirklich an. So, das ist der Punkt. Dann hat das Thema Elektromobilität natürlich zwei große Bereiche. Das eine ist der industriepolitische Bereich. Darüber hat der Kollege Viehweg viel gesprochen jetzt. Und da gab es ja die Bedenken aus der FDP, ja, da haben wir gar nicht genug Kobalt und so weiter, um das zu machen. Ich glaube, die Chinesen und die Koreaner werden sich darum einfach nicht kümmern, ob eine FDP in Deutschland meint, wir hätten nicht genug Kobalt. Die werden genug Kobalt haben und sich besorgen, und zwar aus schmutzigen Quellen. Und die werden die Autos einfach bauen. Und dann ist unsere Industrie weg und dann kaufen wir hier chinesische Autos. Das ist der Punkt. Und deshalb bleibt uns gar nichts weiter übrig, als unserer Industrie an der Stelle richtig auf die Füße zu treten und zu sagen, Leute, dann handelt gefälligst fair, dann besorgt euch das Kobalt aus fairen Quellen. Und das ist schon mal ein Wettbewerbsvorteil, den ihr habt am Weltmarkt, dass ihr dort anders auftreten könnt, nicht als die Dreckferkel, sondern als die Guten. Und seht zu, dass ihr eure Ingenieurkompetenz in industriepolitisches und in Gewinne umsetzt, einfach für die Zukunft. Das ist die industriepolitische Seite. Und die energie- und klimapolitische Seite, die ist natürlich wesentlich diffiziler. Und da muss man viel genauer hinschauen. Also in einem Land, wo wir in Kohlestrom, einen Strommix haben, mit 40% Kohlestromanteil, in Sachsen sind es 75, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, darüber nachzudenken, wie man möglichst schnell, möglichst viel Strom für Elektromobilität oder Wärmepumpen einsetzt. Insbesondere dann, wenn es sich um dumme Wärmepumpen handelt, also ohne große Wärmespeicher. Weil was man dort macht, ist am Ende, und deshalb kommt es auch nicht von ungefähr, dass auch große EVUs, die solche Kraftwerke betreiben, solche Grundlastkraftwerke betreiben, natürlich das durchaus sehr locker sehen, dass dort ganz schnell ganz viel Strom verbraucht wird, zu unmöglichsten Zeiten, vorwiegend nachts, wenn dann die Leute alle gebadet haben und die Wärmepumpe halt wieder arbeitet. Denn man erzeugt ein Geschäftsmodell für einen Grundlastsockel, einen hohen Grundlastsockel. Und das ist genau das, was einem weiteren Ausbau der Erneuerbaren im Wege steht, weil es Riesenprobleme macht.
Wenn wir nämlich dazu wiederum Grundlastkraftwerke brauchen, die aber dann wieder beim Ausbau der Erneuerbaren uns an ganz vielen Situationen am Strommarkt im Wege stehen, den Strommarkt kaputt machen etc. Das heißt, man muss dort sehr genau nachdenken, in welcher Reihenfolge man da was macht und wie man es macht. Und einfach nur zu sagen, Elektromobilität möglichst schnell, möglichst viel in Deutschland, ist industriepolitisch richtig, wenn die Leute möglichst viele Autos in die Welt liefern. Aber es hier zu machen, da muss noch einiges andere von weg gelöst werden. Vielen Dank. Herr von Breiten, Sie können gerne klatschen. Herr von Breitenbuch, Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, der Diesel ist eine Brückentechnologie. Herr Dr. Lippold hat gesagt, die Brücke ist aus seiner Sicht ziemlich kurz, einfach weil die Kommunisierung irgendwann passieren muss. Und gleichzeitig brauchen wir dann für die erneuerbaren Fahrzeuge dann auch erneuerbaren Strom. Damit komme ich einmal auf die Frage vom ganzen Anfang zurück. Wie kriegen wir diesen Strom da nicht hin? Aber vor allem, wie lange sehen Sie die Brücke des Diesels oder wie schnell müsste aus Ihrer Sicht oder was wird die CDU dafür tun, dass schnell die Elektromobilität tatsächlich auch da ist? Also vor 10, 15 Jahren war ich ganz froh als Landwirt, dass die Biokraftstoffe positiv besetzt waren. Ich habe auf dem Acker jetzt geerntet, das kam dann in den Tank, da war der Kreislauf perfekt, alle fühlten sich gut, ja, und jetzt hat sich die Zeit wieder geändert. Das heißt, wir finden das alles nicht mehr gut, wir wollen das alles nicht mehr. So, ich will nur darauf hinweisen, wie sich auch die Moden ändern. Insofern gucke ich auch mit etwas Skepsis auf die Elektromobilität. Jeder von Ihnen hat schon mal als Kind mit so einem Elektromotor, Auto zu tun gehabt. Das ist keine neue Technologie, die da entdeckt wird. Das ist eigentlich uralte Technik, die nicht weiterkommt. Weil natürlich Batterien, Speicher, das Entscheidende ist, wenn ich nur 200, 300 Kilometer fahren kann mit so einem Auto, dann muss ich aufladen. Das passt nicht zurzeit in unsere Lebenswelt und damit wird es auch nicht gekauft. So, das ist genau der Punkt. Und insofern ist da auch letztendlich, ja bei den anderen Motoren auch, und ich glaube, da stimmen Sie mir alle zu, auch bei Benzin und Diesel ist ja eine Entwicklung im Gange gewesen. Das heißt, es wurde sauberer, es wurde besser, es wurde effizienter. Das heißt, ich vertraue auch darauf, auch dass auch diese Technologien sich weiterentwickeln können, so, und diese Pfade auch weiter wir nutzen sollten. Trotzdem können wir natürlich als Gesellschaft sagen, wir stecken sehr viel Geld in Förderung, in Forschung, um dort hier auf der Strecke weiterzukommen, wenn wir das wollen. Aber die Taktik, lieber Dr. Lippold, dass wir aus der Kohle jetzt möglichst schnell aussteigen müssen, damit wir dann wirklich auch gar nicht mehr zurück können, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir haben eine Verantwortung für eine Gesellschaft, die in dieser Welt irgendwo auch mit Aufgaben versehen ist, wo wir für Stabilität auch Verantwortung haben. Und lieber Kollege Viehweg, der Seitenhieb zu Schwarz-Gelb, wer hat denn den Atomausstieg beschlossen damals in der Zeit von Schwarz-Gelb? Wurde Fukushima zum Anlass genommen, den Atomkraftausstieg zu machen? So. Ja, vorher. Aber der entscheidende Punkt war doch jetzt und vor allem die Beschleunigung auf 2022, das war damals Schwarz-Gelb. Und jetzt müssen wir ja mal gucken, wie wir, und deswegen auch mein Verhalten ist nach dem Motto, welche Ziele haben wir 2020? Wir müssen doch erstmal sehen, wie wir diesen Atomausstieg als Industriegesellschaft jetzt verkraften. Es gibt einen riesen Lücke, die geschlossen werden muss. Es werden Riesentrassen gebaut. Diese Kabelverbindungen von der Nordsee, von der Ostsee nach Süden müssen funktionieren. Das ist ja alles noch nicht im Gange. Wir haben weiterhin den Bedarf, auch die erneuerbaren Energien, dass die sich weiter aufbauen. Ich habe vorhin von diesen Investitionszyklen gesprochen. Man kann auch nicht zu viel in kurzer Zeit leisten. Also insofern sehe ich da schon auch bei der Elektromobilität Fragen. Ich bin ordnungspolitisch gerne sauber unterwegs. Ich sage, der Staat soll fördern, der soll Forschung betreiben, der soll dort Grundlagenforschung betreiben, auch da richtig Kapazitäten reinsetzen, auf der Welt das vernetzen. Das Risiko des Geschäfts, das müssen die Autokonzerne machen. Und diese Schelte auf die Manager in Nadelstreifen, ich glaube, das ist
so einfach ist die Welt nicht, Herr Viehweg, wir können uns da noch sicher länger und drüber unterhalten. Aber das bringt nichts. Wir brauchen letztendlich funktionierende Unternehmen, die auch mit diesen Technologien zurechtkommen wollen, die überhaupt es leisten können, dann ein Massenprodukt, denn nur die helfen uns letztendlich dann auch die Klimaziele umzusetzen, letztendlich auch zu entwickeln, zur Marktreife zu bringen, dass wir Kunden es auch kaufen. Und insofern so ein bisschen Gemeinsamkeit und nicht nur gegeneinander, das denke ich mal, wäre an der Stelle auch geboten. Danke. Danke. Herr Dr. Martens, die FDP hat für sich in Anspruch genommen, dass jetzt wieder Wirtschaftspolitik im Angebot ist. Ich glaube, so plakatieren Sie. Wie ist Ihre Haltung jetzt in dieser Frage der Elektromobilität? Soll sich das einfach wettbewerblich lösen? Also quasi, soll man industriepolitisch Politik betreiben oder soll es rein wettbewerblich sich lösen? Mal gucken, ob die Deutschen es schaffen oder nicht. Ja, zunächst einmal ist es so, dass ich möchte, dass die Menschen weiterhin mobil sind. Und da kann ich nicht argumentieren, jetzt machen wir mal einen Plan und dann ist das auch mit Verzicht verbunden. Vielleicht in der Großstadt möglich. Auf dem Land, wo Menschen als Pendler zur Arbeit fahren müssen, ist so eine Argumentation mit Verzicht extrem problematisch. Und dazu komme ich im Weiteren die Frage, welche Technik setze ich ein? Und da bin ich für größtmögliche Technikoffenheit. Es ist nicht so, dass immer Politiker wissen, welche Technik als nächstes kommt und welche dann das Beste ist. Das haben die oft genug bewiesen, dass sie dann meterweit oder kilometerweit daneben liegen. Ich bin für eine Technikoffenheit. Wir wissen noch nicht, welche Entwicklung macht die Brennstoffzelle in den nächsten 10, 15 Jahren. Wir wissen im großen Maßstab nicht, wie geht der Netzaufbau voran. Stichwort Smart Grid. Also das heißt, dass also auch Kleinstspeicher, die Autobatterie, die am Netz hängt, dafür genutzt werden kann, Strom einzuspeisen und ansonsten wieder etwas nehmen. Wir wissen nicht, welche Fortschritte das macht. Wir wissen nicht, wie weit die Europäisierung der Netze voranschreitet. Und sich da dann hinzusetzen, sagen wir, das machen wir bis und dann genau 31.12. und alles Elektromobilität, das ist Kommandowirtschaft, die im Zweifelsfall auch nicht mehr funktionieren wird. Denn wir haben nicht die Netze, wir haben nicht die Fahrzeuge. Wenn Sie sagen, eine Quote, die Chinesen grinsen so breit, die haben die nämlich eingeführt. Und unsere Industrie war sofort dabei und hat mit Händen und Füßen verzweifelt versucht, diese Quote sich vom Hals zu halten, weil die nämlich wissen, dass sie dann in China in kurzer Zeit keine Autos mehr verkaufen können. Das ist die Realität. Und sich da eine Quote zu wünschen, mag zwar ideell wertvoll sein, ist aber wirtschaftlich am Ende gefährlich. Und bei diesen großtechnologischen Umstiegsvarianten, beispielsweise Kohle, da heißt es, das hat man befriedet. Über welchen Zeitraum denn? Die Ruhrkohle AG ist 1964 gegründet worden, um den Strukturausstieg aus der Ruhrkohle im Westen, der Steinkohle, in der Stromerzeugung und bei der Stahlerzeugung zu ermöglichen. Die Politik wusste nämlich, dass die Stromerzeugung in Zukunft aus Kernenergie gemacht wird und nicht mehr aus Kohle. Deswegen ist man dort ausgestiegen. Die letzten 3.000 Arbeitsplätze, es sind noch einige Tausend übrigens da, da sagen Sie stolz, sind letztes Jahr abgewickelt worden. Das ist mehr als 50 Jahre nach der Gründung der Ruhrkohle AG, wo Politiker sagen, jetzt wechseln wir mal die Technologie. Das hat über 50 Jahre gedauert. Wer damals seine Lehre als Bergmann angefangen hat, ist inzwischen 15 Jahre lang in Bergmanns Rente. Und es gibt immer noch Anfänger, die tatsächlich Lehrlinge, die ausgebildet werden auf Schlachtlang. Also seien wir etwas bescheidener in dem Formulieren von Zielen, die wir nachher nicht durchsetzen können. Zu Wahlzeiten macht sich das immer gut, wenn man sowas verspricht. Nur man muss hinterher auch liefern können. Und da sage ich, da wird es dann eng. Und ganz zum Schluss das Stichwort Kobalt. Dann machen wir das eben mit fair gehandeltem Kobalt. Da habe ich nur eine Frage. Sagen Sie mir einen Ort, wo Kobalt ohne Kinderarbeit zu menschenwürdigen Bedingungen gefördert wird. Wenn Sie den fair gehandelten Kobalt haben wollen, müssen Sie sagen, wo es das gibt. Darf ich kurz reagieren? Es ging überhaupt nicht um die Rohrkohle AG. Es geht um die AAG Stiftung. Und es geht um den gesellschaftlichen Konsens, der 2007 beschlossen worden ist zum Ausstieg aus der Steinkohle. Wir reden über einen Zeitraum von 10 Jahren, wo beschlossen worden ist, weg mit dem Kohlepfennig, weg mit der Förderung, weg mit der Unterstützung.
Natürlich war der Prozess langsam, die Minen abzubauen. Das ging also schon sehr viel länger. Da muss ich Ihnen wirklich widersprechen. Aber dass es wirklich aufhört mit der Steinkohle. Muss ich Ihnen heftig widersprechen, Herr Dr. Lippold. Der Konsens zum Ausstieg aus der Steinkohle in der Bundesrepublik Deutschland ist in den 60er Jahren bereits zustande gekommen. Der ist über 50 Jahre alt und ist nicht vor 10 Jahren vom Himmel gefallen. Wirklich nicht. Nein. Die AAG-Stiftung ist 10 Jahre alt. Und die Stiftung mag sein, ich meine, die Krupp-Stiftung ist auch irgendwann gemacht worden. Die AAG-Stiftung ist das Instrument aus der Kohleindustrie und der ist 50 Jahre alt. Ist das Instrument, was dazu da ist, das im gesellschaftlichen Konsens abzufinanzieren, die Ewigkeitskosten zu decken und letztlich diesen Strukturwandel zu finanzieren. Und das ist genau das, was wir hier an dieser Stelle auch brauchen. Denn der eigentliche Ausstieg aus der Braunkohle, der ist nach 1990 passiert im Osten. Wir hatten hier 80.000 Arbeitsplätze in der Lausitz, 60.000 im Südraum von Leipzig. Wir haben jetzt in Sachsen noch 2.500 von dieser riesigen Zahl. Auch die Abbaumengen sind natürlich nicht mehr da. Also 95% dieses Pfades sind gegangen worden bereits, so wie sie auch unter Steinkohle seit 1964 gegangen worden sind. Und es geht jetzt um die letzten 5% und deren vernünftige Finanzierung eines Strukturwandels in Sachsen. Darum geht es. Und nur darum ging es auch in dem Vorschlag. Das war das, was ich dazu sagen. Herr Böhme, Sie wollten auch noch kurz zum Thema Auto, wo wir eigentlich waren. Und da hat Herr von Breitenbuch vorhin in einem Halbsatz gesagt, dass wir Verantwortung in der Welt haben oder im weltpolitischen Geschehen. Und da sage ich Ihnen, ja, das stimmt. Wir haben für Gott verdammt nochmal eine Verantwortung, wenn es um die Reduzierung von CO2 geht. Und dann sind wir einer der größten Verbraucher und Verschmutzer, wenn man das pro Kopf runterrechnet. Da sind wir schlimmer als China und Indien. Und deswegen müssen wir hier auch eine Pläne entwickeln, wo es klare Ausstiegsszenarien gibt, wo es Quoten gibt bei der Automobilindustrie und wo wirklich auch real gehandelt wird. Und beim Thema Diesel, wir hatten jetzt gestern erst im Landtag die Debatte dazu. Die Koalition hat dort die Überschrift gewählt, Mobilität im Wandel. Letztendlich ging es aber nur darum, dass der Diesel ein Software-Update bekommt und irgendwie ein paar Elektroautos in der Stadt fahren. Das ist für mich nicht Mobilität im Wandel. Also wenn man über Mobilität reden will, dann müssen wir auf die Autofixiertheit schauen und das ist das ansprechen, dass wir irgendwie die Alternativen, also den Umweltbund, Radfahren, ÖPNV, Carsharing, Fußverkehr stark machen. Und da hilft auch nicht die Diskussion, ob der Staat jetzt eine Kaufprämie für Elektroautos gibt. Wir haben ein funktionierendes Elektronetz in Deutschland, das ist die Schiene. Das ist die Eisenbahn, das sind die Straßenbahnen, die hätte man ausbauen können. Es wurden Milliarden bereitgestellt, damit sich eher wohlhabende Leute ein neues Auto kaufen können mit einer anderen Antriebstechnologie. Diese Milliarden Euro hätte man in den ÖPNV stecken können. Und da hätte man von heute auf morgen Fahrpreissenkungen, neue Fahrzeuge bestellen können, man hätte Linien ausbauen können. Das war jetzt vor 3 Jahren der Start. Ist alles nicht passiert. Man hat also wieder das Auto als Fixierung auf den Individualverkehr, also damit die Leute weiter Autos kaufen. Und wenn Sie sagen, im ländlichen Raum ist das ein Problem, dann sage ich Ihnen, dass auch die Verkehrsbetriebe versuchen, unter den knappen Mitteln, die sie vom Staat bekommen, neue Alternativen anzubieten. Und da ist zum Beispiel das Beispiel Muldental im Fahrt zu nennen, wo der MDV gerade im ländlichen Raum bei Grimmer versucht, wieder ein funktionierendes Busnetz, was an die S-Bahn angeschlossen ist, aufzubauen. Das wird dort hoch gefeiert und ist auch was sehr Gutes. Aber eigentlich ist das ein Normalzustand, dass nicht nur zweimal am Tag ein Bus fährt, sondern regelmäßig. Und dann haben die Leute auch die Wahl, ob sie ein Auto nehmen oder eben nicht. So, und das ist das Problem, dass sie oftmals in vielen ländlichen Regionen überhaupt keine Wahl haben, ob sie ÖPNV nutzen, weil er gar nicht vorhanden ist. Und das ist das, was dringend angegangen werden muss beim Thema Mobilität. Und dann brauche ich mir auch nicht Gedanken machen, ob das Elektroauto jetzt bis 2030 kommt. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle großen Hersteller 2030 von sich aus Elektroautos schon produzieren. Ich habe auch die Aufregung nicht verstanden, als Norwegen und andere Länder diese Quoten eingeführt haben und hier in Deutschland Panik ausgebrochen ist, dass das doch was ganz Schlimmes wäre. Das sind noch fast 15 Jahre, meine Güte. Also bis dahin sind alternative Antriebstechnologien der Standard. Ich möchte jetzt kurz einen Schwenk machen zum Wärmebereich, weil Herr Dr. Martens, kurz eine Frage an Sie. Der Anteil der erneuerbaren Energien im Wärmebereich ist, glaube ich, seit etwa den letzten 5 Jahren hat sich faktisch nicht verändert. Ist, glaube ich, irgendwie so von 12,5 auf knapp unter 15 gestiegen. Ist also weit weg davon, irgendwann irgendwo dekarbonisiert zu sein. Gleichzeitig sind die Preise für fossile Brennstoffe unglaublich niedrig. Also es ist wirtschaftlich total sinnvoll, sich eine Brennwertheizung oder einen Brennwertkessel in den Keller zu stellen.
ökologisch oder aus Klimaschutzgründen ist es Unsinn, das zu tun oder ist es kontraproduktiv. Wie möchte die FDP den Wärmemarkt umkrempeln? Und ich sage immer, das ist eine schlafende Prinzessin, weil wenn das jemand schafft, die Wacht zu küssen, dann gewinnt er echt was. Also neben einer Prinzessin wahrscheinlich auch noch ein Königreich und das Wohlwollen des gesamten Staates. Nein, Herr Uphoff, da haben Sie recht an der Stelle. Bevor man sich darüber streitet, um noch etwas mehr in der Erzeugung beispielsweise von Windenergie, da haben wir 60 Terawatt schon installiert, nochmal 70 oben drauf zu setzen und das innerhalb von nur 5 Jahren, das schafft kein Mensch, kann man sich darüber unterhalten, was passiert im Wärmemarkt. Richtig. Wir haben den Vorschlag gemacht, dass wir sagen, die CO2, den Emissionshandel, auch ausweiten auf den Markt für Verkehr und für Wärme. Aber zum einen. Ist das national oder europäisch? Europäisch, wenn es geht. Wenn es geht, europäisch, natürlich. Und im Weiteren ist es so, dass wir auch sagen, die reine fossile Energie, also Wärmeerzeugung, ja, das ist ein Auslaufmodell. Das ist etwas, was nicht wenig Sinn macht. Die Kopplung von Wärme- und Stromerzeugung ist da schon wesentlich effizienter, also ein gasgetriebenes Kraftwerk. Etwas anderes wäre noch der Ausbau in Geothermie, der ist aber in Kosten-Nutzen-Relation nicht wirklich wirtschaftlich. Das werden Sie auch sagen. Das ist nicht machbar. Für ein Familienhaus vielleicht, wenn es als neu gebautes Passivhaus gemacht worden ist, ja. Aber wer kann sich das schon leisten? Da sind wir dann wirklich bei der sozialen Frage. Für Miethäuser und die Nachrüstung ist das nicht geeignet. Das heißt, wir können in diesem Markt durch Steuerungselemente und durch die Anreize tatsächlich dafür sorgen, dass neue Anlagen, wenn sie erstehen, tatsächlich so emissionsarm wie möglich gemacht werden. Da ist viel Luft nach oben und ich glaube, das wird auch verkannt. Da wird in vielen Bereichen gekämpft um irgendwelche Dämmwerte oder um Stromerzeugungswerte, was wirtschaftlich in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Dort kann man in der Tat was machen. Ich habe gesagt, wie wir das tun können. Dann die kurze Nachfrage. Wie schnell meinen Sie, schaffen Sie es europäisch, einen Emissionshandel einzuführen, das bisher nur im Strom gibt, auch auf Wärme zu übertragen? Also es gibt ihn im Strombereich. Genau. Ja, und der funktioniert dort. Das ist jetzt eine andere Debatte. Er funktioniert tatsächlich im Strombereich. Die Frage ist immer noch, wie wird dann der Strom erzeugt, der da verteilt wird. Aber jedenfalls, das ist eine andere Frage. Wir gehen jetzt nur auf den Emissionshandel. Wenn Sie es im Wärmebereich machen wollen, dann müssen Sie auch eine Infrastruktur haben, die über Grenzen in Europa Wärmelieferungen möglich macht. Das ist sehr schwierig. Ist nur sehr eng begrenzt geografisch vorstellbar in wenigen Ballungsgebieten. Ansonsten, es macht keinen Sinn, Wärme in größeren Entfernungen zu transportieren. Deswegen glaube ich, wird ein europäischer Emissionshandel im Bereich der Wärme noch längere Zeit gehen. Aber wir sollten es anstreben und versuchen, dass gemacht wird, damit die Wärmeerzeugung dort gleichermaßen belastet wird, dass keine ungerechtfertigten Marktvorteile entstehen in Bezug auf andere Energieträger. Danke. Herr von Breitenbuch, Dresden hat, glaube ich, ein relativ großes Fernwärmenetz. Die Stadtwerke München haben für sich beschlossen, sie werden ihr gesamtes Fernwärmenetz auf Geothermie umstellen. Die sitzen auch auf dem Molassebecken. Insofern ist das da tatsächlich technisch auch möglich und auch wirtschaftlich. Aber welche Vorstellungen hat die CDU, den Wärmemarkt umzukrempeln und die Prinzessin, das Königreich und das Königreich zu, also Prinzessin, Königreich und überhaupt das Wohlwollen aller Menschen zu erlangen? Gut, was wir ja gerettet haben, ist das Biomasse, Biogas. Das sollte ja eigentlich völlig wegfallen. Und nur weil eine Milchkrise in der Landwirtschaft war und die Betriebe sonst komplett ohne dargestellt da hätten dastehen müssen, ist es ja gelungen, überhaupt das Biogas überhaupt im politischen Diskurs, nenne ich es mal so, überhaupt zu lassen. Und insofern ist es natürlich richtig, hier auch zu versuchen, das weiter zu tragen. Sie wissen, das ist nicht einfach, das ist umstritten. Maisanbau in der Fläche und so weiter. Also auch dort gibt es natürlich dann immer Leute, die dagegen sind. Aber wir haben natürlich hier einen Kreislauf mit CO2, der irgendwo auch sinnvoll ist. Deswegen kann ich dafür also sagen, das haben wir bisher erreicht, dass es noch im Geschäft ist. So, Dresden hat ja, wie jede Großstadt, einen riesen Wärmebedarf. Da ist natürlich die Biogasanlage, die an der Autobahn steht, in der besten Ackergegend Deutschlands, will ich mal fast sagen, ist natürlich dann Klecks auf den heißen Stein. Es war ein Geschäft natürlich für die Stadtwerke, das zu machen, sonst hätten sie es nicht gemacht. Aber natürlich die Umwandlung von Biogas in Gas, was man verbrennen kann, ist sicher ein Weg. Aber auch der muss wieder neu politisch diskutiert werden. Denn zurzeit wird er eben nicht mehr diskutiert. Er war ja wirklich abgeschrieben. Man sagte, wir wollen
mehr auf Wind setzen. Solar war zu teuer. Eigentlich war die Strategie aus Berlin ja komplett auf Wind. Und auch wir Länder haben dafür gekämpft, dass letztendlich eine Vielfalt auch bei diesen ganzen Prozessen erhalten bleibt. Und ich denke auch, dass und ich habe eine gewisse Vorstellung, ich habe ja Lippendorf bei mir im Kraftwerk. Lippendorf versorgt viele tausend Wohnungen in Leipzig mit Wärme. Und wenn man das wirklich ersetzen will, das ist eine Nummer. Also Strom ist das eine, aber wirklich die Wärmeversorgung letztendlich in diesen Dimensionen dort zu ermöglichen für die Haushalte, das ist eine große Aufgabe. Und da Sie sagten, es ist schwer, ich habe da auch kein Patentrezept, ich sage es Ihnen so. Aber wie gesagt, Biogas haben wir versucht zu erreichen. Das lief über die Landwirtschaft, dass es eben überhaupt noch in der Diskussion weiterhin ist. Vielen Dank. Ich würde gern Herrn Böhme noch mal kurz fragen, wie seine Vorstellungen sind für den Wärmemarkt. Also zwar nicht für seine, sondern die Vorstellung der Linken, den quasi zu dekarbonisieren, sozialverträglich und erneuerbar darzustellen. Also beim Thema Energiewende und Mobilitätswende haben wir ganz klare Vorstellungen und wir halten es auch nicht für schwierig, da auf gute Ziele zu emissionsfreien Werten zu kommen. Beim Thema Wärmemarkt ist es so, dass wir da schon auch Probleme sehen und hadern. Ich war vor 3 Monaten bei den Stadtwerken Leipzig, die ja nicht nur das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in der Innenstadt betreiben, sondern auch das Fernwärmenetz und dort auch Lippendorf mit sich beliefern lassen von Lippendorf. Und die selber planen, bis 2030 von Lippendorf unabhängig zu sein. So, also es gibt natürlich auch die Wirtschaft und die großen kommunalen Stadtwerke, die sich der Aufgabe stellen und von sich aus sagen, wir wollen darauf verzichten. Herr Fiewig hat die Stadtwerke Chemnitz genannt, die auch auf die Kohleversorgung verzichten wollen. Also muss es ja Möglichkeiten und Lösungen von diesen Stadtwerken geben, wie sie ihre Wärme auch für die Bürger bereitstellen können, ganz klar. So, und das Thema Gas ist da für mich die Brückentechnologie, die man dafür nutzen kann. Dann kann man die nicht nur durch Erdgas gewinnen. Natürlich ist der Biogas die zweite große Masse. Aber Herr von Breitenbruch hat schon gesagt, das ist auch nur ein Klecks auf dem heißen Stein. Da müssen wir halt gucken, wie weit wir in der Forschung mit Power-to-Gas-Anlagen kommen. Ich war jetzt in Berlin vor 2 Monaten in einer Versuchsanlage bei Berlin, also in Brandenburg. Und das ist auch schon beeindruckend, wie das funktioniert, weil das gewonnene Gas durch erneuerbare Energien, also Wasserstoff in dem Fall, kann ja ins ganz normale Erdgasnetz eingespeist werden bis zu einem gewissen Prozent. Und die Frage ist jetzt, wie weit das geht und ob man dann das Gas zur Verfeuerung und für Wärme braucht. Da muss man schauen, was man da tun kann. Und da haben wir noch keine Patentlösung. Da wird es ein Mix aus vielen Lösungen sein. Danke. Herr Fiewig, Sie hat sich gerade gemeldet. Sie wollten auch dazu etwas sagen. Wie will die SPD quasi A, den Wärmemarkt erneuerbar und CO2-frei machen und es gleichzeitig sozial verträglich gestalten und B, auch genug Strom haben, den man potenziell auch noch in den Wärmemarkt braucht, um das überhaupt die Wärme zu erzeugen? Also das klingt natürlich zuerst als ein ziemlich großes Dilemma, ne, was wir hier haben. Und ich glaube, wir können uns hier wieder auf die kommunale Ebene verlassen. Die Beispiele aus Leipzig haben wir gehört, ein Beispiel aus Chemnitz ist, wir setzen mit einem neuen Wärme- und Energiekonzept, Bernhard Herrmann sitzt mir hier sozusagen vis-à-vis, auf dezentrale Lösungen. Wir werden die Stadt Chemnitz bis 2029 mit einem dezentralen Netz, mit Blockheizkraftwerken. Natürlich setzen wir dort auf das Thema flexible Gaskraftwerke, auf das Thema Blockheizkraftwerke, werden wir ohne Kohle unser Fernwärmenetz versorgen in Chemnitz. Das ist alles kein Hexenwerk, die Technologien sind vorhanden und ich glaube, alle kommunalen Stadtwerke werden sich letzten Endes auf diesen Weg gegeben. Wir fördern als Freistaat Nahwärmenetze, wir fördern Quartierskonzepte und wir werden in Zukunft viele, viele kleine Lösungen in den Kommunen haben. Und insoweit ist es eben gut, über starke kommunale Stadtwerke zu verfügen, über vernünftige Fernwärmenetze. Und es ist natürlich auch jeder private Hauseigentümer aufgerufen, wirklich mal zu prüfen, macht es denn Sinn, mich an so ein Fernwärmenetz anzuschließen, weil die Kraft von vielen hilft. Natürlich auch das Thema Energieeffizienz voranzubringen. Und wir haben auch beim Thema Energieeffizienz, wenn ich die Zahlen der Saena im Kopf habe, bis zu 60% Einsparpotenzial im Wärmebereich. Also insoweit geht es nicht zukünftig immer mehr Wärme auch aus Erneuerbaren zu erzeugen, sondern gerade beim Thema
Wärme und beim Thema Gebäudeeffizienz weniger zu verbrauchen. Und da haben wir hohe, hohe Potenziale und die können wir in Sachsen heben. Und da schaffen wir insoweit natürlich auch wieder die Energieeinsparung. Nur ein, was will ich auch sagen, es ist ein Stück weit Augenwischerei. Wenn 2021 die Atomkraft aus dem Netz geht, dann werden wir es erleben, dass der größte Erzeuger, der größte Verschmutzer und die größten Dreckschleudern die größten Gewinne machen werden. Und deswegen glaube ich, werden wir, also das ist aus meiner Stück ein Stück weit Ehrlichkeit, wenn die Atomkraft aus dem Netz geht, dann wird die Kohle vorerst der größte Profiteur in der Energiewende sein. Und insoweit hat man jetzt noch Zeit, hier ein Stück weit umzusteuern, aber ich bin da nicht naiv. Also wir werden auch in den nächsten, schon in der nächsten Legislaturperiode vor diesen Fragen stehen. Wie können wir dort zusätzlich bremsen? Und da habe ich als Landespolitiker, und ich kenne auch keinen Bundespolitiker, der da wirklich Lösungen hat. Das ist die Macht des Faktischen, vor dem wir stehen werden. Und dafür wird es zumindest 2021 keine Lösung geben. Danke. Herr Dr. Lippold, sehen Sie es mir nach. Ich möchte auch das Publikum noch mit einbeziehen. Und ich würde jetzt gern den aus dem, was Herr Fiebeck gerade gesagt hat, kurz einen Schwenk machen zur Windenergie. Und ich bin selber Ostfriese. Das heißt, es ist eine Gegend, wo Sie sich bemühen müssen, irgendwo hinzugucken, um kein Windrad zu sehen. Und zwar können Sie von einer 200-kW-Anlage bis zu 7,5-Megawatt-Anlagen alles sehen. Also da, wo meine Eltern wohnen, wenn keine Blätter an den Bäumen sind, sehen Sie wirklich alle solche Anlagen. Und da wird auch weiterhin gebaut. Und es gibt ganz langsam erste Initiativen, die sich gegen Erweiterung von Windparks wehren, die schon über 60 oder 70 Anlagen haben. Das kann ich sogar ich persönlich als Neubauvertreter ohne weiteres nachvollziehen. Der Ausbau in Sachsen ist deutlich geringer oder schleppend oder vernachlässigbar oder wie auch immer. Mehr Erneuerbare auszubauen würde natürlich bedeuten, dieses Gap was oder diese Lücke, die mit dem Kernenergieausstieg entstehen wird, logischerweise, deutlich kleiner zu machen. Und mich würde interessieren, bei Ihnen, Herrn Lippold, Dr. Lippold, angefangen. Bisher gibt es einen Ausbaukorridor, der besteht 2800 Megawatt im Jahr. Wenn Anlagen nicht gebaut werden, fallen die da auch noch raus. In den letzten zwei Jahren wurden 4.000 Megawatt installiert in Deutschland. Die Betreiber hatten oder die Erzeuger hatten genug zu tun, die Projektentwickler hatten genug zu tun und das ist eine Marke, die ohne weiteres die Industrie hinbekommt. Das ist jetzt quasi auf 2,8 und wahrscheinlich noch deutlich darunter gedeckelt worden. Wir brauchen aber mehr. Und wie? Also eben nicht nur Wind, aber ich würde das Wind als Beispiel nehmen, weil darüber am meisten gestritten wird. Bei Photovoltaik gilt es das Gleiche. Man könnte viel mehr machen, aber die Ausbaumöglichkeiten in den Ausschreibungen sind zu gering. Wie denkt die Grüne Partei darüber, Herr Dr. Lippold? Und ja, danach, nach dem Windthema würde ich dann auch die Fragen zum Podium eröffnen. Zunächst bitte ich um eine kurze Antwort. Zunächst mal haben wir da einfach die Mathematik gemacht, wenn man sich die Klimaschutzziele anguckt und das runterdekliniert und mit ein paar Strommarktmodelle drüberlegt, muss man natürlich das Ausbautempo deutlich steigern. Und deshalb steht auch im Wahlprogramm sowohl im Solar- als auch im Windbereich, zunächst erstmal muss das Ziel, und zwar netto, bei 5 Gigawatt im Jahr liegen jeweils. Und das reicht selbst noch nicht aus, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Das müsste später sogar noch mal angehoben werden, etwa verdoppelt werden. Uns ist natürlich auch bewusst, dass das durchaus ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Gerade beim Wind onshore ist das ein extrem schwieriges Thema, weil dort gesellschaftliche Konflikte, zum Teil auch Stellvertreterkonflikte natürlich sich entwickelt haben. Und es gibt reale Zielkonflikte, die sind wirklich da. Das sage ich gerade als Grüner, zwischen Umwelt- und Naturschutz und Ausbau von Windenergie im Außenbereich. Da gibt es reale Zielkonflikte, die muss man furchtbar ernst nehmen. Denn wir leben in der Demokratie und am Ende des Tages entscheiden Wählerinnen und Wähler über Energiepolitik. Und da kann man nicht mit dem Kopf durch die Wand und irgendwas machen, sondern muss man die Leute mitnehmen. Und das wird durchaus ein mühsamer Weg, das wird ein längerer Weg, weil man muss an dieser Stelle
verloren gegangene Akzeptanz durch Transparenz, durch transparente Genehmigungsverfahren, Entscheidungsprozesse, Bürgerbeteiligungsprozesse wieder erhöhen. Wir brauchen echte Beteiligungsmöglichkeiten für die Leute vor Ort an solchen Modellen, wo sie wirklich mit profitieren können. Und was uns Mut macht, ist natürlich, dass die Studien, die da schauen, wie ist die Akzeptanz vor Ort gerade für Wind, die zeigen ja, dass dort, wo die Menschen mehr Erfahrung damit haben, ist die Akzeptanz, weil auch mehr ausgebaut ist schon, ist die Akzeptanz durchaus höher als etwa dort, wo noch nie ein Windrad gesehen wurde. Das ist ein bisschen wie mit den Flüchtlingen, ne? Das Thema. Und insofern ist es wichtig, auch gute Beispiele zu schaffen, natürlich, irgendwo vor Ort, wo Bürger profitieren, wo das die Kommunen selber wollen. Aber ist uns bewusst als Grüne, dass mit den 5 Gigawatt Onshore oder überhaupt Windausbau, das ist ein schwieriges Thema, das Onshore umzusetzen heute. Und Offshore wird teuer. Herr Dr. Martens, die FDP hat, glaube ich, in ihrem Wahlprogramm ziemlich klar geschrieben, das EEG soll abgeschafft werden. Gleichzeitig sagt jetzt Dr. Lippold, wir brauchen mehr Erneuerbare. Gehen Sie mit dem Ziel mit? Über den Weg, wie man das jetzt macht, das ist was anderes. Aber sagen Sie, das ist quasi einfach zu viel, das können wir nicht machen? Oder sagen Sie, wir wollen ja auch die Klimaschutzziele erreichen, das steht zumindest auch im Wahlprogramm der FDP, wir brauchen auch mehr Wind? Also zu den Zielen im Programm. Das heißt jetzt nicht, dass wir das nur über die Stromerzeugung erreichen. Das wird oft darauf fixiert. Ich habe gesagt, es gibt den Wärmemarkt, es gibt den Verkehrsmarkt, in dem wesentlich mehr Potenzial steht als in der Stromerzeugung selber. Und Sie haben es gesagt, 2021 fallen 15% der deutschen Stromversorgung weg, weil die Kernenergie abgeschaltet wird. Wie will man das kompensieren mit Erneuerbaren? Das wird kaum möglich sein. Wir haben jetzt gegenwärtig 80 Terawattstunden Windenergieleistung installiert. Jetzt schreiben Sie zum Beispiel, der Verband, der Bundesverband der erneuerbaren Energie, wir wollen noch einmal 70 Terawattstunden bis 2020 obendrauf legen. Herr Uphoff, das sind 2 Jahre und 4 Monate auf den Tag genau. Auf den Tag genau 2 Jahre und 4 Monate. Und da wollen Sie 70 Terawattstunden Windleistung für die Stromerzeugung installieren. Wir haben in den letzten 20 Jahren überhaupt nur 80 Terawattstunden installiert in Deutschland. Da muss ich mal die Frage stellen, wie soll das gehen? Ich sage jetzt, Sie fragen mich, wollen wir das erreichen? Ich frage die anderen, die so etwas fordern, wie soll das funktionieren? Ja, vielleicht darf ich das wird nicht. Ich sage jetzt mal, das wird schlecht in dieser Weise. Wenn Sie sagen, wir wollen nur 10 oben drauf haben, klingt das vernünftig. Aber eine Frage habe ich dann auch. Überall dort, wo sich das Problem stellt, der Leitungsnetze, kommt man ja nicht voran in den Planungsverfahren. Das Problem ist oftmals nicht die Erzeugung von Windenergie, sondern deren Transport ins Landesinnere, zwar von den Küsten weg, wo die Erzeugung eben nicht so leicht möglich ist. Und das ist kaum möglich, solche Trassen zu planen, weil überall dort, wo geplant wird, haben Sie sofort garantiert 13 Bürgerinitiativen, die dagegen sind, dass eine Stromleitung gebaut wird. Und wie wir das bis 2020 dann hinkriegen wollen, einen solchen Ausbau, ist mir ein Rätsel. Ich kann mir es so nicht vorstellen. Was ganz kurz dann konkret gefragt, also ich beantworte Ihre Frage nicht, weil ich gerade in der Moderatorenrolle bin, sonst hier verlasse ich, können wir gerne nachmachen, aber was können Sie sich denn vorstellen? Ich will hier keine Zahlenhuberei machen mit dem, was ich mir vorstelle. Ich bin Rechts- und Innenpolitiker, ich bin kein Energiepolitiker. Okay. Es ist nicht das, was möglich ist. Ich weiß auch nicht, wie schnell die Verfahren gehen, die Planungsverfahren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was im Moment in der Planung ist. Aber wenn ich sage, wir kriegen bis 2020 3 Terawattstunden oder was nochmal obendrauf, ist das schon sportlich. Herr Dr. Lippold hat selber gesagt, die 5 GW, die die Grünen fordern als Leistung, das ist also nicht Kapazität, sondern Leistung, das ist schon sportlich. Also ich weiß nicht, ob wir das erreichen. Ich glaube es nicht. Herr Viehweg, Sie hatten sich gerade gemeldet. Bitte kurz. Also ich versuche es mal kurz zu machen, Herr Martens. Ich glaube, Sie sind sehr, sehr vergesslich und Sie versuchen auch die ganzen Sachen hier ganz bewusst zu verschleiern. Es waren Sie in der letzten Legislaturperiode hier im Sächsischen Landtag, der die Windenergie an die Wand gefahren hat. Sie wollten die 10H-Regelung. Und für uns war es ein mühsames Verfahren, 10H im Freistaat zu verhindern. Und insoweit, sage ich, haben Sie sich ganz klar
gegen einen Industriezweig mit 8000 Arbeitsplätzen ausgesprochen. Das sind im Moment die Arbeitsplätze, die haben wir untersucht, schauen Sie sich die Zahlen an, die wir in Sachsen, in der Windenergie haben. Das sind nicht nur diejenigen, die die Anlagen aufstellen, das sind hauptsächlich die, die es entwickeln, die die neuen Technologien entwickeln. Und wir reden beim Wind, und ich werde da ein Stück leidenschaftlich, über ein neues Zeitalter. Wir reden über Anlagen, die in Größenordnungen mehr Energie erzeugen als die Anlagen, die wir in den 90er Jahren haben. Und wir haben in Sachsen ein Verfahren, das sind die regionalen Planungsverbände. Wir haben Vorrang- und Eignungsflächen. Auf diesen Vorrang- und Eignungsflächen kann Wind im Freistaat errichtet werden. Und da wünsche ich mir, und ich persönlich, ich bin bei den Bürgerinitiativen unterwegs. Ich habe da übrigens noch nie einen Grünen gesehen, Herr Dr. Lippe. Die sehe ich immer noch auf der anderen Seite. Heißt es, und es heißt, eine politische Verantwortung zu übernehmen als Politik, und das sind alle Parteien gefragt, für diese riesige Aufgabe zu werben, Bürger zu begeistern und am Ende des Tages auch dem Wind in Sachsen eine Chance zu geben. Weil wenn ich an die Arbeitsplätze denke, dass wir 8000 im Freistaat haben, dann ist das genauso ein Industriecluster wie im Moment noch die Braunkohle, genauso ein Industriecluster wie die Mikroelektronik. Und da sollten wir uns diese Chancen im Freistaat nicht verspielen. Vielen Dank. Ich würde gerne Herrn von Breitenbuch und Herrn Böhme bitten, kurz Ihre Sicht auf die Windenergie und das, was aus Ihrer Sicht möglich ist und notwendig ist, darzustellen. Und bitte ich alle anderen, die im Plenum sind, sich jetzt schon überlegen, was Sie fragen wollen. Aber erst noch kurz, bitte Ihre kurzen Antworten. Gut, also wird zurzeit auch weiter Windenergie aufgebaut, auch an neuen Standorten. Ich habe bei Grimma zwei Riesenanlagen jetzt vor Augen, die im letzten Jahr dort entstanden sind. Was mich skeptisch stimmt, ist die Situation, dass abgeschriebene Anlagen nach 20 Jahren nicht billig weiterlaufen, sondern dass es rentabler ist, die da neu zu machen. Das finde ich schon interessant, weil sonst in der Wirtschaft ist es ja so, ich habe das Ding abgeschrieben und danach verdient man eigentlich erst Geld und kann eigentlich diesen Vorteil dann auch in die Gesellschaft rüberwälzen. Insofern, da stimmt irgendwas mit dem Geschäftsmodell nicht, dass jetzt also diese Standorte, wo Windenergieanlagen alt sind, dann besser sind, abzureißen, um neue, schönere, die woanders produziert sind, zu bauen. Also da, denke ich, sollten wir auch nochmal hingucken, ob das so richtig ist. Der Zubau ist selbstverständlich, geht weiter. Wir haben immer gesehen, dass das im einverträglich vor Ort versucht wird zu regeln. Wir haben den Wald vor allem im Erzgebirge natürlich ausgeschlossen, wo eigentlich die Höhen sind, um da der Bevölkerung letztendlich entgegenzukommen. Wir haben natürlich dadurch eine Ballung in den sowieso technisch überfrachteten Gebieten. Gerade im Raum Döbeln etc. ist das natürlich nicht so einfach mit der Bevölkerung, auch wenn es da Lösungen vor Ort gibt. Also insofern, da haben wir schon Konflikte im Land, die wir auch in den letzten Jahren versucht haben, sachlich, vernünftig, mit einer vernünftigen Regionalplanung auch in den Griff zu bekommen. Aber auch das braucht Zeit und Akzeptanz, und insofern ist das ein hartes politisches Brot, was wir damit auch immer hatten und uns dem auch gestellt haben. Also wie gesagt, es gibt weiterhin Windkraftzubau, aber und natürlich ist die Windkraft diejenige, die zurzeit marktfähig, dann wenn sie gebaut ist, funktioniert. Die technische Entwicklung hat es gegeben. Vielen Dank. Herr Böhme, Sie haben mir zwei Sätze versprochen. Ja. Also als damals die FDP eine große Kampagne gegen Windräder gemacht hat, aus dem Landtag geflogen ist, heute diese Rolle die AfD macht und im ländlichen Raum rumrennt und gegen Windmühlen hetzt, haben wir uns entschlossen, als Linke ein Windenergiebeteiligungsgesetz zu schreiben, was den Menschen ermöglichen soll, direkt zu profitieren, wenn ein Windrad in ihrer Nähe, in dem Fall 5 Kilometer, gebaut werden soll. Und zwar nicht nur den Menschen an sich, sondern auch den Kommunen, die dort mit angrenzen. Also der Windenergiebetreiber oder Bauer, das werden jetzt vielleicht auch die Windbauern nicht gerne hören, aber wir wollen, dass sie verpflichtet werden, 10% an die Gemeinden anzubieten zum Kauf, sich also dort mit zu reinvestieren und 10% die örtlichen Bürger dort vor Ort. Und sollte es keine Gemeinde geben oder kaum Bürger, die das nutzen wollen, dann muss der Energiebetreiber
ich muss jetzt überlegen, wie viel Prozent es waren. Ich glaube, 3% vom Gewinn an die Kommunen im Umkreis von 5 Kilometer abgeben. Wir haben uns das abgeguckt aus MacPom, haben aber die Probleme, die es dort gibt, uns genau angeschaut und haben das dementsprechend hier geändert. Im November ist die Anhörung im Landtag dazu. Und da bin ich sehr gespannt, wie Herr Viehweg von der SPD, ich würde mich ja sehr freuen, dort auch ein paar positive Worte vom Regierungspartner der Koalition dort zu erfahren, weil das ist aus meiner Sicht ein ganz dringender Punkt, wenn man die Leute nicht mitnimmt und denen nichts anbietet, denen sie also gar nichts davon haben, dass irgendwo ein Windrad gebaut wird, dann entsteht natürlich auch Hass auf so ein Windrad oder Ablehnung. Und genau das wollen wir ändern, indem man ihnen zumindest finanzielle Beteiligung ermöglicht. Vielen Dank. Das waren zwar auch keine zwei Sätze, aber ich bitte jetzt um Handzeichen. Wir sammeln am besten 3, 4 Fragen. Bitte stellen Sie sich kurz vor, stellen Sie kurz eine Frage. Ich möchte, wenn ein Statement, auch dann nur ganz kurz, damit möglichst viele rankommen und wir auch noch die Antworten weitergeben können. Hallo, mein Name ist Christiane Demmler. Ich betreue die Mitglieder des Energy Saxony e.V. Das ist ein Netzwerk in Sachsen, was die Akteure aus Industrie und Forschung miteinander vernetzt, mit der Zielstellung, Innovation voranzutreiben und am Ende im Sinne der Energiewende, einer schnelleren Umsetzung der Energiewende. Ich möchte Ihnen gerne mal ein Feedback unserer Mitglieder mit auf den Weg geben. Einerseits, die Mitglieder sind sehr zufrieden, was der Freistaat Sachsen und auch der Bund im Bereich Energieforschung investiert. Da werden wirklich hohe Summen investiert, womit viel Kreatives und Innovatives entsteht. Andererseits, wenn diese Gelder nicht zur wirtschaftlichen Anwendung führen, ist das totes Kapital. Und als Feedback möchte ich mit auf den Weg geben, warum die Industrie bislang noch zögert zu investieren, weil die politischen Signale fehlen. Wir haben neulich das Feedback bekommen von Enzo Trewag zum Beispiel, dass die Technologien sind vorhanden, die Brennstoffzellentechnologie ist vorhanden, es kann eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden, die Energiespeicher entwickeln sich ständig weiter. Es sind wahnsinnig schnelle Entwicklungen, auch dank der Digitalisierung und Vernetzung der verschiedenen Sektoren, geht diese Entwicklung viel, viel schneller voran, als in der Vergangenheit der Fall war, wo das 60 Jahre gedauert hat. Das ist heute bahnbrechend, was sich in einem Monat tut. Und mein Appell ist einfach, ich glaube, es herrscht auch in der Bevölkerung ein bisschen Politikverdrossenheit, weil es an Visionen mangelt. Es gibt keine klare Ansage, wohin geht die Reise. Ich habe irgendwie das Gefühl, einige von Ihnen haben auf diese Energiewende gar keine Lust. Das wird so als ein Muss dargestellt und irgendwie will man ja gar nicht, weil ich finde, die Bevölkerung ist dazu bereit, die Industrie ist dazu bereit, die Forschung ist dazu bereit. Was es braucht, ist wirklich ein klares Signal der Politik. Wo geht es hin mit der Steuerpolitik, ne, wenn ich nicht planen kann, wie sich die Preise entwickeln am Markt, kann ich auch nicht investieren. Und die Aussage war tatsächlich aus der Industrie, wir wissen noch nicht, mit welcher Technologie wir mehr Geld verdienen können, Brennstoffzellentechnologie oder Elektromobilität. Ich möchte darüber einfach mal zum Nachdenken anregen. Danke. Vielen Dank. Ja, also schönen Dank meiner Vorrednerin, weil sie hat auch das beschrieben, unter anderem die Industrie, auch gerade die Energiewirtschaft, ob bei uns in Chemnitz, ob Vattenfall, habe ich gestern in Deutschlandfunk eine sehr interessante Richtung gehört, ist viel, viel, viel weiter als mindestens, 2 bis 3 Leute von Ihnen, die da vorne sitzen. Die sind viel weiter, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir haben alle die Kinnlade runtergeklappt in Chemnitz. Jetzt kommt meine kurze Vorstellung, selbst Bernhard Herrmann, grüner Stadtrat in Chemnitz, wie es auch immer hieß, die 1 geht aus der Kohle raus. Mein Gott, das geht ja doch. Wir werden Vorreiter sein in Chemnitz für Sachsen und ihr werdet merken, wie ihr ganz schnell hinterherkommt, weil es nämlich geht und wir nicht frieren werden. Ganz im Gegenteil, es gab große Sorge beim Kraftwerksbetreiber, als sich noch keiner konzeptionelle Gedanken gemacht hatte und auch im Stadtrat, leider auch Jörg, von dir Fraktionskollegen gefaselt wurde, du kannst doch nicht selbst gleichzeitig aus der Kohle und aus Atom raus. Ich habe gesagt, doch. Und jetzt sehen wir es, jetzt kommt der Nachweis. Nehmt bitte die Realitäten zur Kenntnis, die sind alleine wirtschaftlicher Art.
Es ist traurig, dass das Klimaziel Ihnen offenbar nicht wichtig genug ist. Wahrscheinlich haben Sie keine Kinder und Enkel. Mir tut es wirklich leid und weh. Ganz konkrete Fragen. Ganz konkrete Fragen an zwei, drei Leute. Herr von Breitenbuch, Never Change a Running System, haben Sie damals vor jungen Menschen an der TU Chemnitz gesagt, bevor Fukushima war. Sie meinten, das atomwirtschaftliche System, Sie werden sich erinnern, wir haben uns damals kennengelernt. Ich war entsetzt. Wir haben das System gechanged, zum Glück. Es wird geändert werden. Jetzt sprechen Sie von Überforderung. Ich bin Bürgerenergiemensch seit mehr als 10 Jahren. Glauben Sie wirklich, dass wir uns überfordert fühlen? Glauben Sie wirklich, dass wir nicht Potenzial zum Investieren haben in Zeiten niedriger Zinsen? Erläutern Sie bitte mal, was Sie meinen, dass Sie viele dezentrale bürgerschaftliche Akteure nicht überfordern müssten. Das möchte ich bitte mal etwas genauer erklärt haben. Herr Dr. Martens oder Herr Martens, ja, eine konkrete Frage an Sie. Wie stellen Sie sich vor, wenn Sie so toll vom Wärmemarkt reden, wie soll dieser halbwegs signifikant auf Erneuerbare gebracht werden, außer mit Windstrom? Bitte um Vorschläge, die wirklich nennenswerten Maßstab haben. Also nicht anfangen mit ein bisschen Solarwärme auf den Dächern, das werden Sie leider nicht ganz schaffen können. Aber da bin ich gespannt auf Ihre Vorschläge. Jörg, es tut mir leid, also wir haben heute früh gerade oder gestern uns gerade ausgetauscht. Du wirfst mir vor, dass ich mich zu weit in die Bürgerinitiative in Olpe reinbegebe. Ich mache das gerne, weil wir uns hinterfragen lassen müssen als Kommunalpolitik und ich mache das gerne. Und die Aussage war, glaube ich, du hast dich wahrscheinlich fast vergessen gehabt, dass ich bei den Grünen bin oder für die Grünen im Stadtrat bin, Jörg. Ich denke mal, das war nicht ganz die richtige Aussage eben, dass du noch keinen Grünen bei der BI gesehen hast. Eine Sache noch an dich, die letzte Aussage, dann war es das gewesen. Moment, sorry. Genau. Erstmal, Verzicht, denke ich, muss es wirklich nicht sein. Oder eine Aussage. Ich selbst fahre in Renault Zoe und sehr gerne. Und ich fahre in der Region. Gerade die ländlichen Pendler, die nicht über der Autobahn rasen müssen. Davon gibt es viele. Es gibt nichts Besseres. Es macht Spaß. Es ist gut. Es ist nicht per se, wie es Gerd Lippold vollkommen richtig beschrieben hat, die Lösung aller Lösungen, die müssen im Strommarkt mit bedacht werden, wie wir damit umgehen, was wir dort tun. Aber reden Sie es mal nicht so kompliziert. Und es geht auch, ich fahre auch sehr, sehr gern und sehr entspannt, ohne Verzicht, mit einem guten, wenn es einen guten gibt. Bei unseren Chemnitzer Regionen gibt es auch manche gute Nahverkehrs- und Regionalzugverbindungen. Manche, nicht alle. Nach Leipzig zum Beispiel eine Katastrophe. Aber es gibt auch gute und die fahre ich auch sehr gern, ohne dabei nicht entspannt zu sein. Danke. Wir machen einfach die Seite und dann antworten, dann die andere Seite, ist gleich passt am besten. Ja, mein Name ist Sigismund Kobe. Ich habe kurze Fragen. Eine Frage geht an Herrn Viehweg. Sie sprachen von Operationen am offenen Herzen. Können Sie sich vorstellen, dass eine Operation am offenen Herzen stattfinden kann ohne Monitoring? Ich beziehe mich darauf, dass wir seit fast 2 Jahren ohne Monitoring, ohne Masterplan die Energiewende betreiben. Das bedeutet, dass jeder seine eigene Meinung über Energiewende hat. Nichts ist koordiniert. Zweite Frage an alles. Sie haben also fokussiert auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und da insbesondere auf den Ausbau volatiler erneuerbarer Energien. Ich frage alle, wie wollen Sie unter den Bedingungen, und zwar unter den physikalischen Bedingungen, die mit der Erzeugung volatiler Energie verbunden sind, wie wollen Sie unter diesen Bedingungen ein Blackout verhindern? Ich möchte mich beziehen auf den 24. Januar dieses Jahres, früh 7 Uhr, Stichwort Dunkelflaute. Wir haben hochgerechnet dieselbe Wettersituation auf das Jahr 2021, Herr Martens, oder 2023 und haben da herausbekommen, dass wir eine hohe, fast 100%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass wir an diesem Tag unter den Bedingungen, unter Fortschreibung des jetzigen EEG und unter den Bedingungen, dass wir weiter volatile Energiequellen benutzen, ohne etwas anderes zu machen. Und wir haben keinen Speicher weder heute noch in diesen absehbaren 5 Jahren. Wie wollen Sie verhindern, dass wir in ein flächendeckendes Blackout geraten? Danke. Vielen. Ich glaube, ich würde jetzt, oder? Wenn es eine kurze Frage ist, nehme ich die noch mit. Seit 80 Jahren beschäftige ich mich
mit erneuerbaren Energien, weil ich zu faul war, tatsächlich Wasser in den ersten Stock, und zwar warmes Wasser, zu tragen. So habe ich über das Dach schwarze Schläuche gelegt. Und meine größte Weiterentwicklung war, dass ich mich verpflichtet hatte, an die nicht Brot für die Welt, sondern für die Welt Hungerhilfe zu geben, weil nämlich Brot für die Welt korrupten Staaten gegeben wird und die erneuerbare Energie in Kopplung mit Wasserenergie für Kindergärten elternloser Kinder gegeben wird, und habe mich gezwungen, für eine Kilowattstunde 1 Euro zu bezahlen. Wenn wir das alle in dieser Form machen würden, könnte Vermögen aufgebaut werden für die Zukunft. Wir haben eine Größe, die, ich habe selber eine Kilowattstunde dann nur noch verbraucht, für Wärme und Strom. Und die Elektroautos, die 15 Kilowatt verbrauchen, und nehme ein Auto, welches nach 3 Jahren vielleicht mal auf den Markt kommen sollte, nicht akzeptiert wurde. Die Nicht-Akzeptanz ist jeweils die Zukunftsbremse. Danke. Danke. Vielen Dank. Ich habe mir jetzt versucht mitzuschreiben, welche Fragen gestellt wurden. Die erste Frage würde ich gerne an die beiden im Landtag regierenden Vertreter stellen, nämlich: Wie soll das gelingen, das, was an Forschungsgeldern und so weiter gemacht wird, tatsächlich auch auf die Straße zu zwingen? Also quasi, wie kommt man von der Forschung zur Anwendung? Da war jetzt die Aussage, Sachsen forscht unglaublich viel, entwickelt unglaublich viel, aber es kommt nicht in der Praxis an. Dazu, da wir jetzt eigentlich eine Bundestagsrunde haben, bitte ich da um eine kurze Antwort. Herr von Breitenbuch, die zuerst. Ja, also die Praxisumsetzung ist ja ein großes Thema bei uns. Wir haben eigentlich viele Kooperationen, um genau das zu ermöglichen. Das ist immer nicht einfach, liegt natürlich an den Partnern, ob die auch zusammenarbeiten. Aber es wäre schön, wenn die zuhören, weil Sie hatten doch die Frage gestellt. Nein, die Dame da hinten hatte ja die Frage gestellt. Und selbstverständlich brauchen wir feste Rahmenbedingungen, damit dann investiert wird. Und dass wir als Politiker Ihnen sagen, mit welcher Technologie Sie Geld verdienen sollen oder können, das müssen Sie schon selber wissen, dann als Unternehmen. Also das kann nicht die Aufgabe von Politik sein, dann habe ich Sie falsch verstanden, wenn Sie jetzt den Kopf schütteln. Das kam so ein bisschen komisch rüber. Wir haben selbstverständlich Lust, diese Ziele zu erreichen. Vielleicht, Herr Herrmann, ich habe 6 Kinder zu Hause, ich fühle mich auch für die Zukunft dieses Landes und auch meiner Kinder wirklich verantwortlich. Also das ist sonst ein bisschen blöd. Und ich traue das auch Leuten zu, vielleicht auch diese Diskussion zu führen, die keine Kinder haben. Ich will das nochmal ganz ausdrücklich sagen. So, insofern, also da natürlich versucht man, diese Ziele zu erreichen. Wir haben uns da international gebunden. Aber man kann natürlich selbstverständlich auch aus seinem Bereich, wo man da eben skeptische Erfahrungen macht, die auch hier mitteilen. Ich denke, die Vielfalt der Diskussion hilft uns allen. So, das war eine Bemerkung zu der Dame, die hinter Ihnen sitzt. Entschuldigung, jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Herrmann. Es ist beachtenswert, wenn Sie als Stadtwerke in Chemnitz mit politischer Unterstützung Ihres Stadtrates ein Geschäftsmodell dort entwickelt haben, mit letztendlich Gas, mit eben einer neuen Art, eben die Kohle zu ersetzen. Das ist respektabel. Sie sind damit auch im Risiko, und wenn Ihre Bürger das mittragen, auch die Risiken, dann ist das gut, weil das verändert ja letztendlich auch die Zukunft, wenn das mal schief geht. Ich will es ja nur ansprechen, nicht jedes Stadtwerk auf der Welt ist ja gut gemanagt. Also das will ja Know-how, und wenn Sie diese Überzeugung in Ihre Gremien bekommen haben, finde ich das respektabel. Ich will das ganz deutlich sagen. Dass ich gesagt habe, dass Atom damals für mich gegeben war, ich hatte da eine gewisse andere, das war vor der Fukushima-Debatte, da hatten wir denn die Verlängerung des Kernkraftausstiegs damals. Ich fand das nachvollziehbar mit Hinblick auf CO2, mit Hinblick auf, dass auch deutsche Kraftwerke letztendlich ordentlich laufen können, wenn sie gewartet sind. Ich fand das Risiko für mich in der Diskussion, und das würde ich heute auch noch so sagen, konnte man so aus,
austarieren, dass ich das damals auch vertreten habe und würde es heute auch wieder vertreten. Ich habe da meine Meinung nicht geändert. So, weil wir haben uns natürlich jetzt mit dem CO2 ein ganz anderes Thema auf den Tisch geholt, wo uns die Atomenergie vielleicht auch noch eine Zeit gut hätte helfen können. Das Thema ist Geschichte. Wir haben das entschieden als Land. Wir müssen jetzt da durch. Das ist so, wie Herr Dr. Lippold das vorhin gesagt hat. Wir müssen jetzt da durch. 2022 müssen wir bestehen. Die Überforderung bei Investitionen, ganz klar, wenn Sie zu schnell zu viel investieren und dann kommen eben zum Beispiel Preisschwankungen, Öl in Amerika wird billig etc., dann haben Sie natürlich Schwierigkeiten. Das heißt, es ist natürlich manchmal auch sinnvoll, die Dinge etwas langsamer durchzuarbeiten und letztendlich auch den Leuten über eine längere Zeit Geld verdienen zu lassen, als alles jetzt zu machen. Und in 5 Jahren muss das erstmal alles arbeiten und alle müssen sich einen neuen Job suchen. Also auch das ist mir so meine Vorstellung, warum ich gesagt habe, man darf eben nicht eine Überforderung bei Investitionen eben dort schon durch die Politik anlegen. Wir haben ja jetzt das Beispiel mit Baumaßnahmen im Lande, wo das ja offensichtlich ist. Wir haben ganz viele Fördertöpfe, jeder kann dort abrufen, die Bauindustrie boomt, es ist Knappheit da und insofern, also da sind dann Schwierigkeiten auch, die wir offen sehen. Insofern also da so ein bisschen die Bremse nach dem Motto, wie kann man es langsam durch die Zeit tragen, Erfahrung immer wieder sammeln, auch selbst das Risiko aussteuern, das ist für mich eine Vorstellung von Unternehmertum. Vielleicht ist die veraltet, kann sein, Sie werden es mir vielleicht nachher so mal an den Kopf hauen, kann passieren, aber ich stehe dazu, danke. Vielen Dank. Genau, Herr Viehweg, einmal zu den Umsetzungen aus der Forschung in die Praxis und dann waren Sie noch direkt angesprochen worden, muss ich mal meine Schrift mal lesen können, dass es keinen Masterplan gäbe für die Energiewende. Ja. Ich würde es mal kurz machen und versuchen, das auch im Testschritt mal abzuarbeiten, weil es gibt sicherlich noch viele Rückfragen. Liebe Frau Wendler, Sie mit Energy Saxony sind einer unserer wichtigsten Partner im Freistaat. Wir haben die erste energiepolitische Entscheidung, die wir im Landtag gemeinsam getroffen haben, war unser Masterplan Energieforschung und Speichertechnologie. Das haben wir gemacht, weil sich Sachsen viel zu lange auf der Braunkohle ausgeruht hat, weil wir der Meinung waren, der Strom kommt schon irgendwo aus der Steckdose in der Lausitz steht ein Kraftwerk. Was ich mitbekommen habe, ist eine ganz hohe Energie auch in Ihrem Netzwerk. Viele Forschungspartner, viele Industriepartner, die sich jetzt zusammenfinden, die sollen am Ende des Tages, zumindest war das unser Wunsch von politischer Ebene, das Ministerium, das Zukunftsministerium, auch mit unserem Wirtschaftsminister, das unterstützt diesen Prozess natürlich ausdrücklich. Wir wünschen uns natürlich, dass am Ende dieses Prozesses, Masterplan Energieforschung und Speichertechnologie, auch marktfähige Lösungen aufgezeigt werden. Und aus diesem Grund kann ich Ihnen versichern, da haben wir eine hohe Übereinstimmung in der Koalition, wir werden auch weiter Forschung und Entwicklung fördern in Größenordnungen in unserem Zukunftsministerium und wir erhoffen uns natürlich dann marktfähige Lösungen, die uns helfen, am Ende des Tages auch die Energiewende im Freistaat zum Erfolg bringen zu lassen. Insoweit, sehr geehrter Herr Kobe, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, Sie als Energiepionier hier vom Podium zu belehren, weil Sie die Szene ganz genau kennen und schon seit vielen Jahren auch mit Ihrer Fachlichkeit begleiten. Wir geben uns Mühe. Wir wollen jetzt neue politische Signale setzen. Und was das Thema Blackout anbelangt, da habe ich mir in Leipzig beispielsweise virtuelle Kraftwerke angeschaut, die es heute schon hinkriegen, 2,7 Gigawatt mit erneuerbaren Energie, grundlastfähig, zertifiziert von der Bundesnetzagentur am Markt zu bringen. Das reicht noch nicht, da brauchen wir viel mehr. Aber das Thema Brückentechnologie, insoweit brauchen wir natürlich ein Stück weit auch noch die Braunkohle. Aber jetzt hier schon eine Lösung anzubieten von politischer Ebene ist natürlich schwierig. Wir können Rahmenbedingungen schaffen, wir können finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, wir können auch Visionen liefern, wir haben Lust auf die Energiewende. Und meine persönliche Haltung ist, ich habe eine 9-jährige Tochter, ich möchte zumindest die Frage beantworten, na Papa, was hast du denn gemacht? Und ich würde ihr gerne spätestens 2050 in erneuerbares Sachsen übergeben und sagen können, ich habe ihr mitgemacht, ich habe ihr mitgeholfen, dass das möglich ist. Vielen Dank. Herr Dr. Martens, an Sie war direkt die Frage gestellt, wie soll die Wärmewende gelingen ohne mehr Windstrom? Oder vielleicht allgemein gesagt, ohne mehr erneuerbaren Strom, weil... Die Frage war, wie soll Zukunft Wärmemarkt funktionieren ohne mehr Windstrom?
Dazu muss man wissen, Wärmemarkt heißt Fernheizung im Regelfall. Der Wärmemarkt ist die Weitergabe von erzeugter Wärme an Endverbraucher. Das ist der Wärmemarkt. Und der Wärmemarkt entsteht dort, wo im Regelfall Wärme mit erzeugt wird. Bei der Herstellung von Strom, in Hüttenwerken, bei der Verhüttung von Erzen oder von Stahl, bei der Stahlherstellung. Dort wird die Wärme gesammelt, in Kühltürmen etwa nicht verdunstet, sondern sie wird dann in Netze gegeben und unter Leitungsverlusten an Endverbraucher weitergeleitet. Das ist Fernwärme, das ist der Wärmemarkt im Großen und Ganzen. Und jeder, der etwas von Energie und Energieerzeugung versteht, weiß, dass Strom im Wärmemarkt nichts verloren hat. Und zwar weder Windstrom noch anderer Strom. Denn es ist die aufwendigste Methode, Strom erst herzustellen, ihn dann zu leiten in eine Energieanlage, wo ich ihn wieder transformiere, am besten dann in heißes Wasser und dieses heiße Wasser erneut unter Leitungsverlusten zum Endverbraucher bringe. Das passiert auch in Chemnitz nicht. Was in der Wärmemarkt passiert, wenn Sie die nicht eben so erzeugen, Hüttenwerk und was anderes, ist der Einsatz von Gas. Und das passiert am effizientesten etwa auch in Blockheizkraftwerken, die mit Gas betrieben werden dort. Die einzige Verwendung für Strom im Wärmemarkt ist der gute alte Nachtspeicherofen der 60er und 70er Jahre, wo es denkbar ist, dass man zu schwachen Zeiten den überschüssigen Windstrom hineinleitet, um ihn in Speicherplatten aufzuspeichern, damit er dann tagsüber seine Wärme abgibt. Das gibt es etwa am Hochrhein vom Kraftwerk Laufenburg mit Wasserkraftwerken. Das ist aber eine zu vernachlässigende Größe. Der Wärmemarkt wird bestimmt eben von den normalen Erzeugern, wie ich gesagt habe, oder zusätzlich von der Gaserzeugung. Deswegen glaube ich, dass Windstrom im industriellen Wärmemarkt aus Kostengründen und Wirtschaftlichkeitsgründen keinen Sinn macht und im individuellen Heizbereich bei Plattenspeicheröfen eingesetzt werden kann, aber keine nennenswerten Effekte hat. Ich habe doch gesagt, wie der Wärmemarkt funktioniert, indem dort dann Gas eingesetzt wird. Die Chemnitzer machen das auch nicht anders. Das ist übrigens kein Wunder, dass die Chemnitzer plötzlich auf Gas umrüsten. Der größte Gesellschafter der Chemnitzer Stadtwerke ist über die Envia die RWE. Und die hat ihre Kohlebeteiligungen ausgegliedert und macht ihnen Gas. Und plötzlich entdecken die, dass sie Gas verkaufen. Also es ist alles erklärbar, ja, wenn man sich das Ganze anschaut. Es ist kein Wunder, aber es macht nichts. Hauptsache, es wird eingespart und wir kommen weg zu einer mehr CO2-freien Bewirtschaftung. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Gut. Ganz kurz, ich möchte jetzt, Sie können gerne jetzt gleich im Zwiegespräch noch nach der Veranstaltung weiter diskutieren. Ich möchte aber gerne noch die Frage, die jetzt quasi an alle gestellt wurde, noch an Herrn Dr. Lippold und an Herrn Böhme stellen. Wie soll denn, wenn immer mehr fluktuierende erneuerbare Energien gebaut werden, das System stabil gehalten werden, also Versorgungssicherheit hergestellt werden, ohne einen Stromausfall größeren Ausmaßes? Ja, erstmal würde ich dem Herrn Dr. Martens empfehlen, mal zu googeln, was die Wissenschaft in den letzten 10 Jahren zur Sektorkopplung gesagt hat, weil an dieser Stelle ist das eigentlich alles erklärt, was Power to Heat und Power to Gas und welche Rolle das im Energiesystem der Zukunft spielt. Und das ist im Übrigen auch schon ein Teil der Frage, der Antwort auf diese Frage natürlich. Also zum Ersten vielleicht nochmal zu diesem, ich glaube es war der 26. Januar, nicht der 24. 24. gut. Schauen Sie nochmal genau in die Daten der Bundesnetzagentur. Wir hatten auch an dem Tag noch 16 Gigawatt Reservekraftwerke, die nicht in Betrieb waren. Wir haben auch an diesem Tag noch Strom exportiert. Also wir waren nicht am Limit, so wie das verkündet worden ist. Das ist richtig. Und genau deshalb müssen wir ja bis dahin was tun. Wichtig dazu ist aber, dass wir zunächst erstmal uns auf einen Pfad einigen, den wir überhaupt gehen wollen. Und da sind wir wieder beim Thema Planungssicherheit, was Sie von Energy Saxony angesprochen haben. Solange wir uns nicht auf einen Pfad einigen, wie wir mit der Kohle runterkommen, können wir nicht synchronisieren alle anderen Pfade, die wir in der Sektorkopplung brauchen und den Ausbaupfad erneuerbarer und so weiter. Es muss alles miteinander synchronisiert werden, sonst haut es nicht hin.
Und dann kommen wir auch zu den Flexibilitätsoptionen, die wir brauchen, um das Problem zu lösen. Zum einen müssen wir natürlich viel intelligenter werden beim Lastmanagement. Wir müssen einfach schauen, dass wir Strom vorwiegend dann nachfragen, wenn viel Strom da ist aus Erneuerbaren und wenig nachfragen, wenn wenig da ist. Und das lässt sich beispielsweise mit dem Thema Sektorkopplung natürlich die Erzeugung und der Energieverbrauch ein ganzes Stückchen weit zeitlich entkoppeln. Es lässt sich auch räumlich entkoppeln über Netzausbau, dass wir da nicht so weit sind, wie wir alle wollen. Das wissen wir, aber da müssen wir vorankommen. Aber auch an dieser Stelle müssen wir uns erstmal festlegen, wo wir hinwollen, damit wir es dann auch wirklich wollen. So, und dann bleibt natürlich noch der Rest zu decken, der nennt sich Residuallast. Ne? So, und dieser Rest, der muss so gedeckt werden, dass es möglichst systemkompatibel ist und dass es volkswirtschaftlich möglichst günstig ist an dieser Stelle. Und da sind die Residuallastkraftwerke, die wir brauchen. Da gibt es Rechnungen der Bundesnetzagentur, das nennt sich Szenario-Rahmen für den Netzausbauplan. Dort haben die alles das reingesteckt, was heute gesetzliche Voraussetzungen sind und haben eigentlich, was dann rauskommt, das Ergebnis ist eigentlich ein Hilferuf. Denn das sagt, das Ergebnis, Leute, mit den heutigen Voraussetzungen, also den Ausbauzielen erneuerbarer und den nicht vorhandenen ordnungspolitischen Maßnahmen, um aus den fossilen rauszukommen, laufen wir in Probleme. Dann müssen wir nämlich bereits 2030, haben wir etliche Tage im Jahr, wo wir Energie importieren müssen, weil wir die nötigen Residuallastkraftwerke, insbesondere Gaskraftwerke, die wir noch brauchen dazu, weil wir die bis dahin gar nicht bauen können, weil für die kein Geschäftsmodell entsteht. Das heißt, wir müssen das ganze Ding anfassen und nicht bloß einzelne Notreparaturen machen, so wie das jetzt in der Legislatur gemacht worden ist. Man läuft durch den Nebel und immer wenn es knallt, ändert man die Richtung ein bisschen, sondern man muss das System als Ganzes anpacken mit einem konsistenten Zielekanon. Und dann muss man den Strommarkt so reparieren, dass für die Sektorkopplungsmodelle überall ein Geschäftsmodell entsteht. Ich war letzte Woche beim Mitteldeutschen Energiegespräch, da ist die ganze Branche aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen dort. Also ich kann das nur bestätigen, die Leute, die brennen vor Ideen, welche Geschäftsmodelle sie aus der Sektorkopplung entwickeln können, welche Geschäftsmodelle sie aus der Energiewende entwickeln können, die ganzen Stadtwerke. Und die warten einfach drauf, dass ein paar Bremsen gelöst werden an der Stelle. Dass wir ein Marktdesign endlich schaffen, was diese Geschäftsmodelle ermöglicht und nicht verhindert. Dass wir ein Marktdesign schaffen, was nicht durch so ein dickes EEG und so eine dicke erneuerbare Wärmeverordnung und eine NF und was weiß ich was zum Teil gegeneinander reguliert ist, sondern was mit einigen wenigen Parametern, beispielsweise das Thema CO2, aber das reicht nicht aus, um Technologieneutralität wirklich sinnvoll zu steuern, mit einigen wenigen Parametern die Preissignale am Markt so setzt, dass Geschäftsmodelle an der richtigen Stelle entstehen, wenn wir wissen, wo wir hinwollen. Und dann sehe ich überhaupt kein Problem, just in time die nötigen Residuallastkraftwerke zu haben, um diese Probleme alle zu lösen. Wir haben das übrigens immer gehabt. Die Kernkraftwerke, die da in Baden-Württemberg und in Bayern standen, die haben alle für mindestens einen ihrer Blöcke, haben die alle ein Schattenkraftwerk irgendwo in der Nähe stehen, ein Gaskraftwerk, was einen großen Teil des Jahres stillstand. Was aber notwendig ist, wenn die mal die Last abwerfen und schnell runterfahren müssen, muss das in der Netzzone einspringen. Also es ist immer üblich gewesen, dass man bei Energiequellen, die nicht dauerhaft 365 Tage im Jahr gesichert am Netz sein können, eine Reservekraftwerkskapazität braucht. Das gehört zum Gesamtsystem der Energiewende dazu. Und Gas ist deshalb die Brücke, weil man beim Gas am Ende eben auch auf erneuerbares Gas mit derselben Infrastruktur übergehen können. Und das ist der große Vorteil, dass wir auf die Art und Weise quasi eine sanfte Dekarbonisierung hinkriegt, ohne große volkswirtschaftliche Werte zu vernichten. Das war jetzt eine lange Antwort, Herr Böhm. Ihnen stelle ich jetzt die etwas gemeine Frage. Haben Sie dem etwas hinzuzufügen? Oder sehen Sie es völlig anders? Ich sehe es eigentlich vollkommen genauso. Würde vielleicht noch einen anderen, einen weiteren Schwerpunkt mit dazu nehmen. Das haben Sie auch kurz angesprochen, die Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch. Wurde nur kurz angesprochen. Und Herr Fiewig, ich war auch in dem Kraftwerk, in dem virtuellen Kraftwerk in Leipzig. Energy to Market heißen die, sitzen in Leipzig-Plagwitz, bei mir im Kiez.
und produzieren 2,7 Gigawatt Strom. Das ist mehr als das Lippendorfer Kraftwerk im Leipziger Süden. Und das, wie machen die das? Die schalten eben erneuerbare Energien nur zu, wenn Strom gebraucht wird im Netz, beziehungsweise koppeln sie mittlerweile auch Verbraucher auch an und aus. Zum Beispiel werden alle Rewe-Märkte in Leipzig gerade so konfiguriert mit solchen kleinen Geräten, die dann aber über das Büro in Leipzig-Plagwitz gesteuert werden, dass die Kühltruhe zum Beispiel nur angeht, also Strom frisst und Ware kühlt, wenn gerade zu viel Strom im Netz ist oder der Strompreis günstig ist. Das kann man auf alle möglichen Industriezweige ausweiten, dass zum Beispiel das Wasser bei einem Industrieprozess nur erhitzt wird, wenn gerade zu viel und günstiger Strom verfügbar ist. Und das wechselt ja alle Viertelstunden das Verhältnis. Und wenn man also die Erzeugung und den Verbrauch weiter entkoppelt und das in größeren Maßen ausbaut, dann haben wir diese Probleme, die von Ihnen da beschrieben ist, vielleicht nicht mehr ganz so groß. Und ansonsten, wie gesagt, ich kann Herrn Lippold dahingehend noch zustimmen zu den anderen Dingen. Vielen Dank. Ich habe jetzt eine technische Frage an die Podiumsteilnehmer. Ich habe keinen Termin mehr heute Abend. Ich könnte also noch länger machen. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen einen dringenden Termin hat und weg muss. Sonst würde ich jetzt gerne die Fragen auf dieser Seite einsammeln. Da hatten sich auch mindestens 4 Personen gemeldet. Ja, der Wolf ist mein Name, vom VWE Sachsen. Es gibt in Sachsen ein Projekt, das nicht so sehr öffentlichkeitswirksam ist, weil es sich mehr oder weniger im Verborgenen abspielt. Das ist praktisch ein Vorzeigeforschungsprojekt. Das ist die tiefe Geothermie, die das Kristallin erschließen soll. Das ist eine Aufgabenstellung, auf die praktisch halb Europa guckt. Weil diese vergleichbaren Lösungen, die eventuell hier getroffen werden, eine bahnbrechende und übergreifende Bedeutung haben. Im Jahr 2012 sind die Feldmessungen zu Ende gegangen im Raum Schneeberg-Aue. Das war ebenfalls eine bahnbrechende Lösung, da es zum ersten Mal gelungen ist, 3D-Seismik im Kristallin erfolgversprechend anzuwenden. Das war vorher alles nicht bekannt. Mitte 2013 waren die Interpretationsmaßnahmen abgeschlossen und dann hätte der Bohrprozess beginnen müssen, die Versuchsbohrungen, die dafür vorgesehen sind. Anfang 2014 wurde es sehr ruhig um dieses Projekt und dann war eigentlich sehr schnell die Telekom ermittelt. Es wurde vom Bundeswirtschaftsministerium in Berlin praktisch ausgebremst durch Hinweise auf Risiko und Kosten. Das geht an die SPD, dieser Vorwurf. Und danach wurde es immer plätschert, das ist alles dahin. Die letzten Sachen, die jetzt einigermaßen bekannt geworden sind, das war nochmal zu einer Tagung in Freiberg im Mai des Jahres. Da sagte der, das hätte ich auch so gesagt, wenn ich eigentlich nichts in der Hinterhand habe, der Herr Schmidt, also der Umweltminister von Sachsen. Die Regierung von Sachsen steht voll und ganz, wie man so schön in der Politik sagt, hinter diesem Projekt. Auch der Finanzminister, das wäre wichtig und da war der Mann weg. Im Stadtraum des MDR erschien nochmal im Juni dieses Jahres in einem Gespräch mit Professor Reich, das wäre eigentlich der Professor aus Freiberg, der sich mit der Bohrgeschichte auskennt und das auch dann involviert wäre, wenn es zu weit gekommen wäre, dass alles mehr oder weniger ruht. Ja, das ist also einerseits, könnte man sagen, ein solches Projekt in seiner Komplexität, wenn es länger dauert, das ist normal von der Natur der Sache. Aber hier erkenne ich etwas anderes, das ist der fehlende politische Wille. Und da wird es natürlich dann interessant, hier mal nachzuhaken. Also wir haben im Prinzip hier einen zweiten Berliner Flughafen produziert, nur auf unserem Gebiet. Ja, Hans-Jürgen Schlegel, Klimaschutzreferent AD. Viele von Ihnen werden mich kennen, auch hier wahrscheinlich die meisten davon. Herr von Breitenbuch, enttäuscht haben Sie mich natürlich heute Abend überhaupt nicht. Sie haben genau das wiedergegeben, was zu Klima und Energie im Wahlprogramm der CDU-CSU da drin steht. Und Sie waren natürlich wieder wie seit Jahr und Tag äußerst ehrlich, was die Kohle anbelangt. Da sagen Sie ja, Sie können sich einen schnellen Ausstieg nicht vorstellen. Sie haben auch schon heute gesagt, dass Sie natürlich Vater von 6 Kindern sind. Ich habe natürlich meine Bedenken, 2035 könnte Ihre größte Tochter Sie mal fragen, Fadi, die 2 Grad sind jetzt langsam erreicht. Was hast du damals vielleicht dort gemacht? Wir haben ein Klimaschutzabkommen, ein UNO-Klimaschutzabkommen unterschrieben. Wir haben es ratifiziert, obwohl es können nicht alle mit abgestimmt haben, denn sowohl in der CDU als auch in den anderen Parteien gibt es eine Reihe von Klimaleugnern. Und die sind natürlich bei uns auch ganz massiv. Was bei uns wir sind Parteifreunde, ich bin seit Jahrzehnten CDU-Mitglied, nur in der Klima- und Energiefrage passen wir überhaupt nicht zusammen. Und da sieht es also so aus, wir
es steht im Parteiprogramm nichts über ein Klimaschutzgesetz drin. Also hier, diese drei haben alle ein Klimaschutzgesetz. Bei Ihnen gibt es das natürlich auch nicht. Sie haben aber auch die zwei größten Klimaforscher in Deutschland, nämlich Ihren Kollegen Herbst und Ihren Parteivorsitzenden. Das sind also absolute Klimaleugner. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich auf dem Gebiet dort arbeite. Aber nochmal, Herr von Breidenbuch, würden Sie sich jetzt einsetzen, würden Sie sich nicht eventuell doch Gedanken machen, dass da etwas falsch läuft? Über Klimaschutz ist geredet worden, dass viel Klimaschutzziele, CO2, aber und über Energie. Und da weiß ich natürlich ganz genau, das Entscheidende, der entscheidende Treiber für die Energiewende ist auch nicht Fukushima gewesen, sondern der entscheidende Treiber ist die Klimaerwärmung. So, da muss ich Ihnen jetzt nicht einen großen Vortrag halten, das könnte ich aber aus dem Stegreif machen. Aber dort müssen wir doch ansetzen. Und das würde jetzt genauso für Sie, Herr Dr. Martens, mitgelten. Ich habe mir das mal rauskopiert, was von Ihrer Partei da drin steht. Keine technischen Auflagen zur Treibhausgasminderung, keine Subventionen für Vermeidungstechnologien, da geht das dort hin und her. Und genauso haben Sie sich ja heute auch verhalten. Aber die FDP, Ihr Vorsitzender, der hat erst jetzt mehrfach in solchen Talkshows gesagt, eine überstürzte Energiewende, haben Sie heute nicht den Begriff gebraucht, aber Sie haben es so in etwa ausgedrückt. Sie können sich es auch nicht vorstellen. Sollten Sie aber am 24. September einziehen, müssten Sie natürlich auch in dieser Richtung was tun, denn da passiert einiges in den nächsten Jahren. Und weil es mit dem Kohleausstieg so schwierig ist für Sie, 2035 ist in etwa die ganze Menge, die noch an CO2 emittiert werden kann, in der Atmosphäre drin. Und dann ist nichts mehr mit 2 Grad und schon gar nicht mit 1,5 Grad. Danke. Es gab jetzt keine weitere Meldung, wenn ich das richtig gesehen hatte, zumindest jetzt auf der Link. Herr Daniels. Ja, mein Name ist Wolfgang Daniels vom VEE. Ich wollte nochmal die Erfahrungen wiedergeben, die wir in den letzten Jahren hier in Sachsen mitbekommen haben. Ein großer Boom bei der Solarenergie, dann Absturz. Bei der Wasserkraft ähnliche Entwicklung mit dem Wasserpfennig, das konnte glücklicherweise verhindert werden. Und jetzt haben, also bei der Biogastechnologie ist ein absoluter Stillstand. Da kann man zu Recht sagen, okay, das ist jetzt nicht ganz runtergefahren. Jetzt haben wir die Situation, dass hier gerne über dezentrale Energieversorgung gesprochen wird, dass kleine und mittlere Unternehmen in dem Bereich erneuerbare Energien jetzt zum Beispiel in der Windenergie noch unterwegs sind. Und wir sehen jetzt eigentlich eine ganz schlimme Entwicklung, dass die großen Konzerne sich diesen Bereich auch einvernehmen wollen und wir auch damit da rechnen müssen, dass in dem Bereich massive Arbeitsplatzprobleme entstehen, Firmen, mittelständische Firmen wahrscheinlich eben ihre Existenzgefährdung sehen werden, wenn die Entwicklung so weitergeht. Bei den Ausschreibungen, jetzt haben nur die allergrößten Planer einen Zuschlag bekommen. Es muss dann eben in ganz starken Größenordnungen produziert werden, um diesen Preis zu halten. Sie haben das eben wunderbar erwähnt, dass also aus Ihrer Sicht wunderbar, dass ja jetzt der Preis massiv runtergegangen ist. Also ich sehe da eine sehr skeptische Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren darstellen kann, nämlich die, dass eben der kleinere und der Mittelstand im Bereich der erneuerbaren Energien auch im Windbereich zugrunde geht. Und dann haben Sie eigentlich Ihr Ziel, dass das nicht so heftig werden soll, mit der Energiewende erreicht. Ich habe jetzt einmal die spezielle Frage zu dem Geothermieprojekt. Das kann ich, glaube ich, jetzt nur an die beiden Regierungsfraktionen stellen. Wie setzt sich die sächsische Landesregierung dafür ein, dass es da weitergeht, wenn quasi von Bundesseite gerade auf der Bremse steht? Dass das ein sehr spezielles Ding ist, würde ich da gerne um eine kurze Antwort bitten.
Also ich kenne das im Detail nicht. Ich werde mich da schlau machen und Ihnen dann hier, Herr von Daniels, die eine Information rübergeben, dass Sie das dann wissen, wie es darum steht. Ich kann das jetzt nicht sagen. Das ist doch sehr speziell. Ich kann auch jetzt die positiven Effekte, die da im Raum stehen, auch nicht einschätzen. Also ich bitte da um Verständnis. Oder Jörg, wir machen das zusammen. Okay. Also auch von meiner Seite, ich würde den Fall nochmal mitnehmen. Wir haben ja dann sicherlich nochmal Zeit, bilateral darüber zu sprechen, um vielleicht auch, sagen wir, gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium zumindest erstmal ein Gespräch anzubieten. Allerdings kenne ich den Fall nicht. Trotzdem ist es natürlich wichtig, gerade im Erzgebirge haben wir das Thema Erdwärme und da haben wir natürlich auch noch Potenziale, die dort zu heben sind. Aber aus meiner Sicht sind die auch in diesem Prozess Masterplan Speicherforschung, Energieforschung und Speichertechnologie mit dabei, die Akteure. Lieber Wolfgang Daniels, wir versuchen mit dem Wirtschaftsministerium die Windenergiebranche in Sachsen zu fördern und zu unterstützen. Wir haben die Windpotenzialstudie auf den Weg gebracht. Wir versuchen Ordnung in die regionalen Planungsverbände zu bringen, weil wir eine hohe, hohe Verantwortung für die Windenergiebranche im Freistaat haben. Ich habe die Arbeitsplätze genannt. Sie haben auch nochmal auf die Mittelständler hingewiesen, auf die Firmen, die im Moment noch Marktführer sind bei dem Thema Planung und bei dem Thema am Ende auch Forschung und Entwicklung und neuen Technologien. Und von meiner Seite kann ich Ihnen zusichern, wir werden Sie als wichtigen Netzwerkpartner in Zukunft vor dieser Verantwortung natürlich weiter versuchen zu fördern. Allerdings wissen wir nicht, wie die nächste Bundesregierung aussieht und wir wissen auch nicht, welche Koalition auf Bundesebene sozusagen regiert. Und insoweit würde ich mir wünschen, dass jeder auch ganz sensibel auf dem Wahlzettel die Parteien wählt, die für die Energiewende sind und die für eine zukunftsfähige Entwicklung geht, weil es besteht natürlich auch noch die Gefahr, dass man in dieses Parlament eine Partei wählen kann, die Energiewende abwickeln will. Das sind die Partner in Blau und die unterscheiden sich auch wenig von den Partnern oder von der Partei in Gelb. Also insoweit hat man auch auf dem Wahlzettel am 24. September die Entscheidung, sich für Zukunft, für nachhaltige Entwicklung und für Energiewende zu entscheiden. Und mit so einer hohen Verantwortung wird sicher jeder von Ihnen ins Wahllokal gehen am 24.9. Vielen Dank, Herr Fiebeck. Und ich habe dann jetzt noch die Frage von dem Herrn hier vorne an, Herrn von Beitenbuch und Herrn Dr. Martens. Wie gehen Sie mit dem Problem um, dass zum einen es technisch schwierig ist, Dinge schnell zu tun, aber die Erderhitzung gleichzeitig uns nicht die Chance, eigentlich nicht, also wenn wir es ernst nehmen, was beschlossen wurde, wir nicht die Zeit haben, uns irgendwie lange auszuruhen. Also diesen das ist ein nicht unbedingt ein Dilemma, aber es ist eine Herausforderung. Und der Herr hat es so formuliert, Sie sagen dann, uns ist die Herausforderung in der Stelle zu groß, dass wir meinen, dass wir können es technisch nicht so schnell lösen, wie wir es eigentlich müssten, um die Klimaziele zu erreichen oder einzuhalten. Also wenn es gelingt, ist ja gut, dann sind wir doch alle glücklich. Und ich bin auch der Letzte, der nicht für auch Klimaschutz und letztendlich für eine ordentliche Zukunft ist. So. Wir haben auch eine Kanzlerin, die ich glaube auch dafür steht, dass in dem Bereich sich was tut. Und die ist Spitzenkandidatin, insofern kann man sich das ja gut überlegen. Aber wir haben natürlich mit Fukushima eine Weiche gestellt, dass wir aus der Atomkraft jetzt aussteigen, die natürlich zwangsläufig andere Dinge nach sich zieht. In der Reihenfolge, was kommt dann und was ist dann möglich? So, und diese Zwänge, die müssen wir jetzt verarbeiten. Und Herr Kobel, ich hatte vorhin auf Ihre Frage nicht antworten können, deswegen wollte ich das jetzt so ein bisschen nachholen. Koordinierte Meinung. Wir haben eine große, große Koalition gehabt in den letzten Jahren. Die CDU-CSU hat regiert zusammen mit der SPD, das ist richtig, in Berlin. Aber über die Länderkammer, über den Bundesrat war Rot und Grün satt mit dabei. Und insofern sind diese ganzen Entscheidungen, die auch die Energiepolitik angeht, in einem riesen Kompromissverfahren immer wieder bearbeitet worden, konsensual versucht worden, dort die richtigen Weichen zu stellen. Ja, und jetzt ist die Frage, geht das, und das ist für mich eigentlich die Kernfrage für die Bundespolitik jetzt, geht das mit einem sehr relativ großen konsensualen Verfahren weiter, weil viele dabei sind, sowohl über den Bund wie auch über die Länderkammer, oder gibt es jetzt eine Zuspitzung auf weniger, die dann eben auch entscheiden müssen
Und dann gibt es wieder die normale Rolle nach 4 Jahren, wo das eben vom Wähler überprüft wird. Das ist für mich eigentlich die große Weichenstellung für diese Bundestagswahl. Und das ist natürlich auch das Thema Energiepolitik. Und selbstverständlich, wenn Sie mich fragen nach einem Blackout, wir brauchen weiterhin, um das abzusichern, eine Grundlast, bis diese ganzen neuen Technologien da sind, investiert sind, funktionieren. Und insofern, Sie werden sich jetzt nicht wundern, dass ich das Wort Braunkohle jetzt nenne, weil auch wenn andere meinen, Gas ist super, Gas war bisher in den Diskussionen bis 2011 immer ein sehr teure Schmiere und wurde nur angeschaltet, wenn es wirklich nötig war. Plötzlich ist es das Allheilmittel für alles. So, auch das sollte man vielleicht nochmal überlegen, in welche Sackgassen wir uns da begeben, jetzt gar nicht geoterritorial, sondern einfach in der Struktur jetzt voll aufs Gas zu setzen und auch da wird ja etwas verbrannt. So, das wollte ich noch auf jeden Fall und das hat dann auch letztendlich, wenn es funktioniert, hat es dann mit dem der Nicht-Akzeptanz oder Akzeptanz zu tun, die Sie vorhin, das war ja auch noch eine Frage in die Runde oder eine Bemerkung, angesprochen haben. Also, Klimaschutz, wie gesagt, Herr Schlegel, ich versuche mit meiner Verantwortung das hinzubekommen, auch in den Spiegel zu gucken, auch vor meinen Kindern das eines Tages zu rechtfertigen, überhaupt keine Frage. Ich bin aber auch Christ und weiß, dass ich vielleicht nicht alles richtig mache. Aber wir sind ja ein Land, was viele an diesen Prozessen beteiligt und ich denke, auch daraus kommt eine Klugheit, vielleicht auch gewisse Fehler, Fehlentwicklungen wieder zu vermeiden. Ich bin ja auch heute mit 2 offenen Ohren hier, obwohl ich nicht einen Applaus bekommen habe, habe ich natürlich sehr genau zugehört, was Sie hier anmerken und das bewegt mich natürlich auch überhaupt keine Frage. Jetzt nochmal, was Herr von Daniels, was die Entwicklung insgesamt angeht, Solar, Wasserkraft, Biogas, Wind, große Konzerne. Ja, es ist doch genau das, was ich gesagt habe. Vattenfall hat das Geschäftsmodell mit der Kohle nicht mehr hinbekommen. Wenn Sie sich die Verteilung, wann die Kohle rausgeflogen ist, angeguckt haben, das war nicht mehr wirtschaftlich. Dann haben Sie 3 Milliarden genommen, haben jetzt einen neuen Käufer gekriegt und sind jetzt frei, in neue Bereiche zu gehen, mit Ihrem vollen Know-how an Energie. Und da suchen die sich jetzt neue Bereiche, wo sie Zukunft sich erwarten. Und das ist natürlich der Bereich, wo viele Mittelständler gerade eben sich aufgebaut haben. So, das ist genau das, die Überforderung, die ich vorhin angesprochen habe. Weil plötzlich jetzt die Konzerne mit ganz anderer Macht dort reinrutschen. So, insofern sind wir wieder am Anfang. Und wie gesagt, also das ist natürlich teilweise dramatisch, wenn man dann dort diese Konkurrenz bekommt. Aber manchmal sollte man sich über das, worüber wir lange geschimpft haben, dann auch nicht wundern, wenn sich dann Wirkung entfaltet. Und wir haben hier immer wenn ich im VEE war, wurde immer über die Kohle geschimpft. Immer. Und dass sie möglichst schnell rausfliegt. Dass aber dann diese Kräfte auch frei werden und vielleicht dieses Know-how in einem ganz anderen Bereich aktiv wird. Ja, damit müssen wir jetzt umgehen. Und ich helfe auch gerne mit, dass wir da vernünftige Lösungen finden. Ich will sie aber nur ganz deutlich nochmal gesagt haben. Vielen Dank. Herr Dr. Martens, an Sie war noch die Frage gestellt, wie gehen Sie mit dem Dilemma, mit der Schwierigkeit um, aus Klimaschutzgründen schnell handeln zu müssen, technisch aber es eine echte Herausforderung darstellt und gesellschaftlich auch. Natürlich, das Problem ist ja bekannt. Die Fragen, die Herausforderungen des Klimawandels, die stehen vor uns. Es gibt Verpflichtungen oder Wünsche und Zielvorstellungen aus internationalen Abkommen. Und ich kann Politik machen, indem ich möglichst viel verspreche. Und sage, ich erfülle eure Wünsche alle. Wählt mich, dann geht das in Ordnung. Aber ich muss auch wissen, wer viel Verantwortung hat, muss auch verantwortlich handeln. Und da geht es manchmal nicht, dass man jeden Wunsch erfüllt. Das ist so. Sondern man muss sich verantwortlich fragen, was kann ich tatsächlich leisten? Welches Maß, wie schnell kann ich umsteuern? Wie schnell kann ich dieses Blackout-Risiko tatsächlich beseitigen? Da wird gesagt, dann machen wir ein paar Gas-Residualkraftwerke, die das auffangen. Wir haben eine Grundlast von 40 Gigawatt im Minimalfall und bis 80 im Maximalfall. Das ist der berühmte, der eine ist der Sonntagnachmittag in den Sommerferien. Wenn die Sonne scheint, leichter Wind bläst, kriegen Sie auch die Grundlast mit erneuerbaren Energien gedeckt. Am Montagmorgen im Winter, im Januar um 6.30 Uhr, wenn alle Kaffeemaschinen laufen und die Straßenbahn fahren und die Flaute ist und es dunkel, kriegen Sie das nicht damit hin. Bleibt die Frage, wie wollen Sie es machen? Kernkraft abschalten, das sind 13% der Energieversorgung. Kohle abschalten, die ist auch bekanntermaßen schädlich. Weitere 23% abgeschaltet.
Das sind 36% der Stromerzeugung, die wegfallen. Wenn Sie dann keine Erneuerbaren haben in Form von Wind und Photovoltaik, dann wird das verdammt eng. Und wir haben nur 12% Erdgaskraftwerke im Moment vorhanden. Wie viele brauchen wir? Wir bräuchten dann maximal bis 48. Und jetzt frage ich Sie, wie lange dauern denn Planungsverfahren alleine für Kraftwerke? Da hat jeder möglicherweise schon mal Vorstellungen, wie lange so etwas dauert in Deutschland. Oder wie lange dauern Planungsverfahren für Hochstromleitungen, Hochspannungsleitungen in Deutschland, mit denen man die Netze verteilt. Das sind Faktoren, die muss man zur Kenntnis nehmen und kann nicht einfach sagen, papalapap, ich setze mir das Datum 31.12. XY und das ist alles fein. Und da plädiere ich eben dafür, dass ich sage, lasst es uns mit Nachdruck machen, aber auch Technik offen. Lasst gucken, wie der Netzausbau möglichst befördert werden kann, dass er schneller vorangeht. Und lasst dann schauen, welche Techniken wir haben, um es tatsächlich auch zu schaffen. Vielen Dank. Ich würde jetzt mit einer letzten Frage die Schlussrunde einleiten. Und es ist tatsächlich aber in Richtung, wir haben jetzt immer relativ oft nachher über Probleme und zum Teil auch über Lösungen gesprochen. Wir als Verband sind uns immer an Lösungen interessiert. Und deswegen würde ich gerne von Ihnen wissen, was sind die drei wichtigsten Maßnahmen, wenn Sie an die Regierung kommen, die Sie in der Energiepolitik umsetzen möchten? Herr Böhm, wollen Sie anfangen? Gerne. Klare Ziele. Erstens Braunkohleausstieg und Strukturwandel. Wir haben dazu schon Gesetzesentwürfe im Landtag und im Bundestag eingeführt. Ich mache es jetzt ganz kurz. Zweitens auf Landesebene das Thema Windenergie stärker in die Hand nehmen und da bei dem Thema Ziele. Wir wollen, haben auch einen Gesetzesentwurf eingebracht, von 1% der Landesfläche auf 2% Vorranggebiete für Windenergie das erhöhen plus Bürgerbeteiligung bzw. kommunale Beteiligung. Auch der Gesetzesentwurf ist eingebracht. Und drittens beim Thema sozialverträglich. Wir werden im September einen Antrag im Landtag von uns behandeln, wo es um Sozialtarife geht, Abwrackprämie für alte Geräte, Verbot von Stromsperren und genau, das werden wir im September behandeln, um eben auch die Bevölkerung mitzunehmen bei dem Thema Energiewende. Also wir reden auch nicht nur über das Thema, wir legen konkrete Anträge und Gesetzesentwürfe vor. Es mangelt nur am politischen Willen, dahingehend zu handeln. Vielen Dank, Herr Böhme. Wenn sich an und wenn sich alle anderen an dieser Kürze und Prägnanz ein Vorbild nehmen, fände ich das unglaublich klasse. Herr Dr. Rippelt. Das unterteilt sich in ganz, ganz schnelle Maßnahmen und welche, die etwas länger brauchen. Das, was man ganz schnell machen kann und machen muss, ist das, was ich vorhin schon sagte, eine Festlegung auf den weiteren Pfad in Richtung Kohleausstieg. Da muss ich Sie korrigieren, Herr von Breitenbuch, ich habe nicht gesagt, wir müssen erst aus der Kohle aussteigen, damit wir uns festlegen, sondern wir müssen einen Plan machen, einen rechtsverbindlichen Plan, wie wir aussteigen wollen. Das ist ein Unterschied. Den müssen wir ganz schnell machen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, was man auch schnell machen kann, sind Maßnahmen, um von dem hohen Sockel an Mastrankraftwerken runterzukommen. Das stand bei Ihnen mit drauf. Das ist nämlich ein Schlüssel am Energiemarkt heute. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, weil es eben nicht mehr so ist, Herr Dr. Martens, dass wir heute im Minimum 40 Gigawatt Grundlastsockel haben, sondern wir haben ganz viele Tage im Jahr, wo es bloß noch 5 sind. Oder sogar noch weniger. Und das ist gerade das Problem, weil trotzdem 25 Gigawatt Grundlastkraftwerke als Mast dran weiterlaufen. Das versaut uns den ganzen Strommarkt mit negativen Preisen. Das ist für alle schlecht. Und das verstopft die Netze, das erzeugt Netzausbaubedarf etc. Es ist aber alles nicht notwendig, weil für die Netzstabilisierung brauchen wir bloß 4 bis 6. Hat 50 Hertz untersucht, haben nicht die Grünen ausgerechnet. Und an dieser Stelle, der Rest sind künstlich erzeugte Mastrankapazitäten. Da lässt sich eine ganze Menge machen, da lässt sich schnell was machen, so kommen wir von diesem Sockel runter. Dann müssen wir ganz schnell, ebenfalls ganz schnell, die ältesten Blöcke und das sind gleichzeitig die schmutzigsten Blöcke, müssen wirklich vom Netz vor 2020 mindestens 6 Gigawatt. Das ist machbar, weil wir haben etwa 10 Gigawatt Überkapazität im Netz. Damit schaffen wir das Klimaschutzziel und wir reparieren wiederum den Strommarkt. So, und dann kommen die längerfristigen Dinge, also Strommarktdesign, EEG-Novellierung, das müssen wir alles nochmal anfassen. Die Ausbaudeckel müssen vernünftig angehoben werden. Aber das sind die längerfristigen Dinge, die muss man gründlich machen, damit nicht wieder Schnellschüsse passieren. Aber die ganz schnellen Dinge, um das 2020er Klimaschutzziel zu erreichen und damit für sämtliche heutigen Energieversorger der Strommarkt wieder funktioniert, denn den steht allen ins Wasser bis zum Oberkante, Unterkiefer,
Das muss ganz schnell passieren. Das geht auch schnell. Vielen Dank. Herr Fiebeck. Ja, ich versuche es schnell zu machen. Für uns als SPD steht das große Ziel 2050, eine Industrie, eine Wirtschaft, eine Gesellschaft hinzubekommen, die CO2-neutral ist. Und da würden wir uns wünschen, dass wir das jetzige erneuerbare Energiengesetz erstmal in seiner Wirkung entfalten lassen. Da reden wir über Mieterstrommodelle, da reden wir über den zukünftigen Ausbau von Stromnetzen und auch das ist mir wichtig, es gibt einen Braunkohlekompromiss, es gibt einen Ausstiegspfad, es sind erhebliche Steuermittel und Subventionen zur Verfügung gestellt worden, dass schrittweise die Kraftwerke vom Netz gehen und insoweit sage ich, haben wir mit dem jetzigen erneuerbaren Energiengesetz Möglichkeiten, wie wir die Energiewende marktwirtschaftlich umsetzen können und dann kann man sich viel, viel wünschen, aber ich würde mir zuerst wünschen, dass wir das Gesetz, was wir vor kurzem erst verabschiedet haben, in seiner Wirkung entfalten lassen und insoweit auch genau wissen, wir werden in den nächsten Jahren weiter nachsteuern müssen. Die Energiewende wird ein Projekt auf Sicht bleiben und da bin ich überzeugt, werden wir hier mit vielen, vielen kleinen Schritten zu einer Lösung kommen. Für uns als Partei ist wichtig, Arbeitsplätze zu erhalten, denn im Moment ist es so, dass sicherlich die Braunkohle-Leute noch mit einem Glück auf in die Tagebaue einfahren. Und ich persönlich bin überzeugt, die werden in Zukunft mit großer Freude auch mit einem Glück auf in die Windenergieanlagen hinauffahren, weil es am Ende des Tages darum geht, Wertschöpfung zu erhalten, Arbeitsplätze zu erhalten und die Energiewende am Ende des Tages zu vollenden. Vielen Dank. Herr Dr. Martens. Auch an Ihnen drei. Ja, ich glaube, es wäre in der Tat schön, wenn wir es erreichen könnten, bis 2050 CO2-frei zu wirtschaften. Das wäre schön. Ob wir das schaffen, kann ich jetzt nicht vorhersagen. Aber was wir machen können auf dem Weg ist, dass wir sagen, wir könnten technikoffen gucken, welche Chancen haben wir. Welche Möglichkeiten haben wir in der Entwicklung von Brennstoffzellen, von Power-to-Gas für den großindustriellen Einsatz, dass man Fördermittel schafft für die technische Umsetzung solcher Forschungsergebnisse. Dass man aber auch gleichzeitig guckt, dass das Stromentgelt geringer wird durch die Senkung etwa von Netzentgelten, indem man auch sagt, die Erzeuger werden an den Netzanschlusskosten mit beteiligt. Das hören die natürlich nicht gerne, aber würde etwas ausmachen. Schließlich geht es darum, dass wir die Netze ausbauen und dass wir auch die Voraussetzungen schaffen im Planungsrecht, dass solche Gaskraftwerke geschaffen werden können und dass die Planungsverfahren dafür eben keine 10 oder 15 Jahre dauern, sondern dass wir das etwas schneller hinkriegen. Da ließe sich sicherlich etwas machen und wenn wir das alles in Angriff nehmen, dann haben wir allein schon für die nächste Legislatur viel zu tun. Ich glaube nicht, dass wir das einfach schaffen, indem wir Quoten bestimmen, feste Daten setzen und sagen, bis dann und dann passiert das. Diese Art von Energieplan und Kommandowirtschaft wird nach meinem Erachten nicht hinhauen. Vielen Dank, Herr Dr. Martens. Herr von Breitenbuch. Also 2020 ist ein klimapolitisches Ziel, 2022 für mich mit dem Ausstieg aus der Kernenergie ein technisches Ziel, was wir bewältigen müssen. Ich möchte darauf nochmal ausdrücklich hinweisen. Ich halte weiterhin die intensive Forschung für wichtig, Forschung und Technik, natürlich die Praxiskopplung und ich hoffe natürlich, dass dann das auch mit Energie Saxony, Sie standen ja vorhin so ein bisschen zweifelnd hier im Raum mit Ihrer Meinung, dann auch gelingt, weil wir geben eigentlich viel Geld dafür in Sachsen aus, damit es auch klappt. Insofern hätte ich gerne noch mal gleich eine Rücksprache, wo Sie sehen, dass es nicht klappt, weil das finde ich ja spannend. Eigentlich muss es ja klappen, deswegen geben wir das Geld aus. Dann hätte ich gerne eine Vielfalt, technologieoffen, dass wir mit breiter Vielfalt hier uns weiterentwickeln, vielen eine Chance geben, auch mit neuen Ideen auch dann reinzurutschen, wenn sich das gut ergibt. Die Rücksicht auf die Grundlast, sehen Sie es mir nach, ich werde es hier nochmal ansprechen, weil wie gesagt, wir brauchen keinen Blackout, wir müssen sicher als Gesellschaft damit umgehen können und wir müssen die Rahmenbedingungen immer wieder nachjustieren. Ich habe ja in vielen Energiedebatten im Landtag dieses EEG auch in seiner Förderanreizstruktur gegeißelt.
Ich sage das so, weil Sie das vielleicht nicht wissen. Und denke, wenn die Politik sich zu sehr in ein Marktdesign einmischt, was ein sexy Begriff ist, aber ich glaube, wir müssen Märkte da funktionieren lassen. Angebot und Nachfrage werden den Preis regeln. Es wird eine Entwicklung geben technisch. Ich bin da zuversichtlich. Und insofern muss die Politik dort diese Rahmenbedingungen bundespolitisch wieder ordnungspolitisch sauberer setzen. Darauf hoffe ich, dass das nach der Legislatur oder in der neuen Legislatur jetzt möglich ist. Und dass wir damit eben dann auch insgesamt mit diesen ganzen Themen, die wir heute am Abend hatten, weiterkommen. Danke. Zum Schluss dann doch noch ein Applaus für Sie. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Podiumsteilnehmern. Der VEE Sachsen hat auch keine Kosten gescheut, ein kleines Geschenk für Sie zu besorgen. Und sei es irgendwie wie vorausschauend gewesen, der Film heißt Before the Flood, also vor der Flut, sondern mit Leonardo DiCaprio, der ist ja Friedensbotschafter der Vereinten Nationen, wenn ich mich nicht irre. National Geographic heißt, es sind sehr gute Bilder. Und das Ganze muss gedreht sein vor Harvey. Und ich nehme an, dass die Bilder trotzdem beeindruckend sind. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben. Das war eine zum Teil sehr, sehr tiefgehende Debatte. Ich hoffe, Sie haben einen guten Eindruck bekommen, wie die Parteien die Energiewende in der nächsten Legislaturperiode voranbringen. Ich bedanke mich noch bei Herrn Poldrack für die Organisation des Ganzen, vom VEE Sachsen. Und wünsche jetzt Ihnen allen einen guten Abend und einen guten Nachhauseweg. Applaus